Der Auftakt. Vielen herzlichen Dank. Es tropft etwas, aber bei der Wärme ist es ja ganz angenehm, wenn man etwas Kühles in der Hand halten kann. Bitte schön. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank an das Quartett, ein Teil unseres Universitätsorchesters. Und ich glaube, wie schon gerade eben gesagt, es kann kaum beschwingter zugehen bei so einem Jahrestag wie jetzt hier dem 55. mit diesem beschwingten Dvorak-Stück. Ja, ich freue mich sehr, dass wir hier heute zusammengekommen sind in Persona, ganz, ganz viele Gesichter, die wir schon lange nicht mehr an der Universität präsent hier gesehen haben. Und ich darf einige begrüßen. Wenn ich den einen oder anderen vergesse, dann sehen Sie mir das nach. Ja, Frau Ministerin Schawan, herzlich willkommen hier an der Universität. Dann habe ich gesehen, dass aus dem aktuellen Bundestag Marcel Emmerich da ist. Herzlich willkommen, Martin Revoir aus dem Landtag. Herr Jukow habe ich jetzt nicht gesehen. Dann wollte der Konsul aus Indien, hat sich angemeldet, Herr Dr. Suya Chavan. Herzlich willkommen hier in Ulm. Herr Oberbürgermeister Zisch kommt später, der hat sich dafür entschieden, beim langen Abend der Wissenschaft seine Energie zu versprühen und nicht jetzt unbedingt hier schon, hat aber in den Vorbereitungszeiten jetzt so bei dem Schwerwochenende natürlich auch ganz, ganz viel zu tun, aber er kommt nachher hinzu. Dann freut es mich ganz besonders, dass heute Professor Ashraf Mansour von der German University in Kairo da ist. Vielen herzlichen Dank, dass du gekommen bist, Ashraf. Und
du darfst dich auch hier vorne in die Mitte setzen, wenn du magst. Ashraf Mansour, die meisten von uns kennen ihn, Ehrensenator auch unserer Universität. Und die GUC hat auch ein Jubiläum dieses Jahr. Die GUC wird 20 Jahre alt. Das größte transnationale Bildungsprojekt, was es weltweit gibt. Nicht nur aus Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Und da sind wir als Mitvateruniversität oder Mutteruniversität natürlich ungeheuer stolz drauf, dass ihr euch da so toll entwickelt habt in Kairo. Dann begrüße ich die Ehrensenatoren Kress und Watter, Herrn Dieterich, Vorsitzender unseres Universitätsrats und seine Ehefrau, Herr Professor Kaisers ist nicht da, der muss wahrscheinlich drüben in der Klinik die Corona-Aufnahmestation noch nachschärfen. An der Stelle wollte ich jetzt oder weise ich auch auf ein Jubiläum hin. Das Universitätsklinikum wird dieses Jahr 40 Jahre alt. Das heißt, die städtischen Kliniken sind 15 Jahre, nachdem die Universität gegründet war, als Universitätsklinikum an die Universität gekommen. Herzlich willkommen vom Nachbarkrankenhaus der Bundeswehr. Herr Oster von der UUG, Sie werden nachher noch einige Rollen zu spielen haben in diesem Programm. Dann begrüße ich sehr herzlich Herrn Engmann, unseren speziellen Ehrengast, auch dazu nachher noch ein bisschen mehr. Und dann vor allen Dingen auch Sie, die Preisträger der heutigen UUG-Promotionspreise. Herzlichen Glückwunsch schon mal an dieser Stelle, auch dazu nachher dann mehr. Und natürlich alle Kolleginnen, Kollegen, Gäste, Studierende hier im Raum. Ich bin einfach froh, dass es wieder mal so ein Event stattfindet. Es macht einfach viel mehr Freude, als das Hybrid zu machen oder ganz online. Das kann gar keine Frage. Ja, zum Programm. Wir haben die Promotionspreise. Wir haben die Verleihung der Universitätsmedaille an Herrn Dietrich Engmann. Manfred Oster wird nachher die Laudatio darauf halten. Und dann, da darf ich jetzt schon dazu einladen, nach dieser Veranstaltung hier ab 16 Uhr beginnt dann der lange Abend der Wissenschaft an vielen verschiedenen Stationen, zeigen alle Fächer, alle Fachbereiche in Mitmachaktionen, Experimenten, Live-Demos und Vorträgen, wie spannend und interessant Wissenschaft ist. Und ich darf Sie hier an der Stelle ganz, ganz herzlich einladen, im Forum der Universität, gegenüber im TTU, im Trainingshospital oder auch im Botanischen Garten, bei diesem tollen Wetter, was wir heute haben, einfach ein bisschen Wissenschaft zu schnuppern und vor allen Dingen dann danach zu erzählen, wie toll Wissenschaft ist und wie super toll die man an der Universität erleben kann. Und wenn Sie Kinder und Enkel haben, dann schicken Sie die zu uns zum Studieren. Ja, an dieser Stelle gebe ich immer ein paar Hinweise über die aktuellen Entwicklungen an der Universität, was sich so getan hat in der jüngeren Vergangenheit. Und da kann ich natürlich nicht aussparen, dass der Krieg in der Ukraine, dieser völkerrechtswidrige Angriffskrieg, auch gravierende Auswirkungen hier auf die Wissenschaft, die Wissenschaftslandschaft und auch die Universität Ulm hat. Und unser tiefes Mitgefühl und unsere Solidarität gelten der Bevölkerung in der Ukraine und insbesondere auch den Studierenden und den Forschenden, deren wissenschaftliche Arbeit und Ausbildung derart eingeschränkt ist durch diesen Krieg. Wir haben ganz, ganz schnell in der Wissenschaftslandschaft reagiert. Kurz nach dem Überfall am 24. Februar sämtliche institutionellen Kooperationen mit russischen und belarussischen Einrichtungen sind sofort gestoppt worden. Es floss kein Geld mehr in diese Länder und Kontakte auf individueller Ebene wurden allerdings aufrechterhalten, Bestand gehalten, weil ja durchaus auch Personen in diesen Ländern sich befinden, die mit der politischen Situation und diesem Krieg natürlich nicht einverstanden sind. Wir haben ein vielseitiges Paket an Unterstützungsangeboten aufgebaut in ganz Deutschland, insbesondere auch hier an der Universität Ulm. Und wir freuen uns über die ganz, ganz großzügige Unterstützung durch die Peter-Horvath-Stiftung, die uns hier erlaubt, mit einer 100.000-Euro-Spende ukrainischen Studierenden und Forschenden zu helfen, sehr individuell auch. Leider ist Peter Horvath vor kurzem verstorben und wir gedenken ihm. Ja, zurück zur Universität selbst.
Die Struktur- und Entwicklungsplanung der Jahre 22 bis 26 war ein wesentliches Merkmal, was uns in dem vergangenen Jahr beschäftigt hat, bis jetzt in den Februar hinein. Dort haben wir uns unter dem Leitmotiv Crossing Borders, Grenzen überwinden, ein Motto gegeben, wo wir mit unserer Forschung und unserer Lehre zur Lösung von großen gesellschaftlichen Herausforderungen beitragen wollen, und zwar in den Bereichen, in denen wir stark sind, wo wir unsere Wissenschaft betreiben. Crossing Borders, das bedeutet, dass man zwischen den Disziplinen arbeitet, weil wir die Innovationskraft vor allen Dingen an den Grenzflächen zwischen den verschiedenen Disziplinen sehen. Crossing Borders bedeutet aber auch, dass wir unsere Ergebnisse noch stärker in die Gesellschaft einbringen wollen, in den Diskurs mit der Gesellschaft, aber auch in die Umsetzung in Wirtschaft und Gesellschaft. Und bestimmte Dinge, was wir so tun, das können Sie nachher ja beim langen Abend dann noch genauer angucken. In dieser Struktur- und Entwicklungsplanung wurden Rahmenbedingungen für die Handlungsdimensionen Forschung und Lehre, aber auch diverse Querschnittsbereiche beschrieben. Wir haben dort entlang dieses Leitmotivs Crossing Borders dann auch in der Forschung 5 Schwerpunktprogramme oder Schwerpunktbereiche festgestellt, wo wir auf der internationalen Ebene oft in der absoluten Spitzenklasse dabei sind. Das ist bei der Energiewandlung und Speicherung ein gesellschaftlich sehr, sehr wesentliches Thema. Die Quantentechnologien, die Traumaforschung, die Alterung und altersassoziierte Erkrankungen und auch noch Data Science und KI. Alle diese 5 Themenfelder, glaube ich, wissen wir alle, dass das ganz, ganz große Herausforderungen sind, die unsere gesamte Gesellschaft weltweit betreffen. Und hier wollen wir unseren Beitrag entsprechend leisten. Wir haben in diesem Wintersemester wiederum über 10.000 Studierende in der Gesamtzahl, 10.300 um genau zu sein. Wir stellen aber fest, dass gerade an den technisch orientierten Universitäten die Studienanfängerzahlen rückläufig sind. Das ist im bundesweiten Trend zu bemerken, dass solche technischeren, naturwissenschaftlichen Studiengänge weniger gern gewählt werden. Zwar nimmt auch insgesamt die Studierendenanfängerzahl ab, aber in den Bereichen stärker als woanders. Und es ist auch so, dass es die Universität Ulm betrifft, wo wir jetzt in Ursachenanalysen stecken und unsere Attraktivität und Lehrportfolios überdenken, überarbeiten, sodass unsere Studiengänge dann attraktiver sind als die von anderen Universitäten vielleicht. In dem Zusammenhang wird ein neuer Masterstudiengang Quantum Engineering eingerichtet. Wir haben den Psychologiestudiengang, den Bachelorstudiengang auf ein polyvalentes Modell umgestellt, sodass der einerseits öffnet in eine klassische Psychologie, zum anderen öffnet in eine Psychotherapieausbildung, die inzwischen dann nicht mehr eine Fachausbildung nach dem Psychologiestudium sein wird, sondern auf der Masterebene Psychotherapieausbildung betreibt. Hier sind wir in engen Verhandlungen mit dem Land, mit dem Ministerium, dass dort auch der Masterstudiengang dann kommen kann. In der Forschung einige Highlights. Wir haben einen weiteren ERC Advanced Grant eingeworben. Frank Kirchhoff, unser molekularer Virologe, der hier erneut über 5 Jahre einen solchen ERC Advanced Grant eingeworben hat. ERC, das ist das European Research Council, und die Akzeptanzquote von den Anträgen zu den Bewilligungen ist dort typischerweise niedriger als 10%, manchmal auch niedriger als 5%. Also da muss man schon absolute Spitzenklasse sein, um dort in diesem Wettbewerb zu realisieren. Bei den Sonderforschungsbereichen ging unser Catalyte SFB in die zweite Förderperiode, die jetzt gerade zum 1. Juli dann gestartet hat. Da geht es darum, die Photosynthese, die die Pflanzen ja hervorragend können, um Energie aus dem Sonnenlicht umzusetzen in ihr Wachstum, dieses auf chemischer Ebene nachzubilden, sodass dann jenseits von Photovoltaik, die wir ja ganz gut kennen, ein zweiter Pfad aufgemacht wird, um aus Sonnenlicht Energie zu gewinnen und Energie zu wandeln. Der Trauma-SFB wurde letzte Woche begutachtet. Ich sehe Herrn Dekan Wirth zustimmend nicken. Wir haben beide da mitgewirkt und wir haben beide, glaube ich, ein ziemlich gutes Gefühl, dass das im November zur dritten Förderphase gereichen wird.
Die Carl Zeiss Stiftung hat ein neues Programm aufgelegt. Das sind die Carl Zeiss Foundation Centers. Ein neues großes Förderprogramm, ähnlich in der Größenordnung wie solche Sonderforschungsbereiche, wo es also immer dann gleich mal um zweistellige Millionenbeträge geht, 12 Millionen, 15 Millionen, sowas. Und da wurde das erste Carl Zeiss Foundation Center hier in Ulm zusammen mit Jena und Stuttgart gegründet, wo es um Quantum Photonics geht, das heißt um die Entwicklung von Bildgebungs- und Sensortechnologien auf der Basis von quantentechnologischen Effekten, die dann dazu führen wird, dass in der Bildgebung, vor allen Dingen in den Materialwissenschaften, aber auch in der Biologie, in der Humanbiologie, Auflösungen, wenn wir jetzt die Medizin nehmen, Auflösungen entstehen werden, die 10.000-fach höher sind als das, was ein herkömmliches MRT oder CT hergibt. Und wenn man diese Auflösungen hat, dann kann man auch darüber nachdenken, in die Zeitdimension zu gehen, also nicht Standbilder zu machen, sondern Filme. Und ich kann dann, wenn die Technologie ausgereift ist, kann ich dann in die einzelne Zelle live hineinschauen, wie diese Krebszelle gerade arbeitet oder wie die gesunde Zelle gerade arbeitet. Wir sind gerade dabei, in der Schlussphase eine Alexander-von-Humboldt-Professur für KI einzurichten. Der Kandidat, der aus der University of California kommt, muss sich die nächste Woche entscheiden. Wir haben jetzt ein Angebot zusammengestellt, wo ich sagen würde, das kann man eigentlich nicht ablehnen. Da danke ich ganz, ganz herzlich allen Beteiligten, die hier mitgeholfen haben, insbesondere dem Land, was an einigen Stellen über seine Schatten gesprungen ist, um uns hier zu helfen. Und ja, ich hoffe darauf, dass ich bei der nächsten Gelegenheit dann beim nächsten Event darüber berichten kann, dass Herr Sven König hier jetzt bei uns ist. Wir entwickeln uns sehr, sehr schön und sehr gut im außeruniversitären Umfeld. Das DLRQT hat die Räumlichkeiten im ehemaligen Daimler-Gelände drüben bezogen. Dort geht auch das DLR für sichere KI-Systeme hinein. Auch da ist der Startschuss gefallen. Wir sind dabei, ein Gebäude für das Deutsche Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen zu beginnen, zusammen mit dem Uniklinikum auf dem Gelände des RKUs. Und die Einrichtung eines deutschen Zentrums für Kinder- und Jugendkrankheiten und für das Deutsche Zentrum für psychische Krankheiten sind auch auf einem guten Weg. Klaus-Michael Depardin nickt, ja. Ja, zum Bauen, ja, wenn man expandiert, wenn man tolle Forschung macht, wenn man Dinge einwirbt, dann muss natürlich die bauliche Struktur auch irgendwo mithalten können. Unser Highlight ist natürlich drüben das Trainings- und Simulationshospital TTU. Das ist das grüne Gebäude gegenüber, an dem man nicht vorbeigucken kann, so augenfällig ist dies. Auch da gibt es nachher Möglichkeit, dieses zu besichtigen. Gehen Sie hin, es rentiert sich wirklich. Jeder, der schon mal drin war, ist begeistert. Und lassen Sie sich da durchführen und zeigen, wie heute Medizinausbildung laufen kann. Und das ist ein Modell, was es in Deutschland in der Form momentan an keiner anderen Stelle gibt. Das Land hat uns Gott sei Dank das Gebäude in der Lise-Meitner Straße 16 gekauft und zur Nutzung dann überlassen. Dort ist jetzt das Exzellenzcluster Polis drin, wo es um die Batterieforschung geht. Und da sollen auch andere chemische Bereiche dann hineinziehen, sodass dort ein entsprechender Hub entsteht, der sich mit Energiespeicherung, Energiewandlung beschäftigt. Und direkt gegenüber ist noch das ZSW, sodass da sehr, sehr enge Beziehungen entstehen und weitergeführt werden können. Uns ist es gelungen, mit einer Stiftung, mit der Dr. Barbara Metz-Stark-Stiftung, ein Seminargebäude zu realisieren, was die Stiftung baut und wir dann anmieten. Eine Private-Public Partnership, die es auch so in der Art und Weise im Hochschulbau nicht so arg häufig gibt. Und das gibt uns natürlich die Möglichkeit, ganz, ganz schnell auch zu agieren. Bauprozesse des Landes, unsere Landtagsabgeordneten im Raum wissen das, Bauprozesse des Landes dauern gut und gerne mal 10 Jahre oder auch 15 Jahre oder auch mal 20 Jahre zwischen der Intention, wir bauen jetzt, und bis man dann einzieht.
Und zum Vergleich, dieses Barbara mit Stark-Gebäude, das wurde zwischen Februar 21 wurde begonnen und Axel Groß ist, glaube ich, letzte Woche schon eingezogen. Fast. Sie räumen schon Kisten, ja. Okay. Also das geht irgendwie schon schneller, wenn man andere Modelle wählt. Ja, das Traumagebäude wächst, wenn Sie zum Botanischen Garten nachher rübergehen. Auf der linken Seite sehen Sie das Rohgebäude von den multidimensionalen Traumawissenschaften. Und diese Masterplanung, die wir hier zusammen mit der Stadt und mit der Klinik betreiben und auch den anderen Stakeholdern hier auf dem Eselsberg, das plant jetzt dieses Areal Oberer Eselsberg in die Zeit 2050 und darüber hinaus. Da ist schon genau festgelegt, wo welche Kupaturen stehen. Die Raumplanung ist vorhanden, inklusive Mobilitäts- und Verkehrskonzeptionen, die dann den Oberen Eselsberg eben gestalten für den Rest dieses Jahrhunderts. Ja, was sind künftige Herausforderungen? Ich habe es vorhin gesagt, die Studierendenanfängerzahlen gehen zurück. Das ist eine Aufgabe, die uns intensiv beschäftigen wird, die nächsten Wochen, Monate und wahrscheinlich auch die nächsten paar Jahre, um diesen Trend tatsächlich auch umzukehren. Und das ist nicht nur etwas, was die Universität Ulm umtreibt, sondern es ist natürlich auch ein Warnzeichen für unser Land. Wenn immer weniger Menschen technologische Fächer studieren und naturwissenschaftliche Fächer studieren und wir in der Bundesrepublik und in Baden-Württemberg eigentlich davon leben, dass wir ein technisches, hochwertiges Know-how im Land haben, dann ist das schon ein Signal, was uns bedenklich machen sollte und was auch die Politik, glaube ich, sehr nachdenklich macht, wie man an dieser Stelle Steuerungsinstrumente etabliert, dass diesem Trend entgegengewirkt wird. Weil die Wertschöpfung, die wir bei uns im Land haben, rührt natürlich zu einem großen Teil aus diesen Hightech-Elementen, die in unserer Wirtschaft hier betrieben werden. Zweites großes Thema, was uns umtreiben wird in der nächsten Zeit, ist die Exzellenzstrategie, und zwar die zweite Ausschreibungsrunde, die vor der Haustür steht. Wir werden natürlich intensiv uns bemühen und sind da mittendrin in den Planungen, das Exzellenzcluster zu den Post-Lithium-Batterien mit neuen Ideen in die nächste Phase zu bringen, die dann wiederum 7 Jahre dauern wird. Und wir sind dabei, andere Skizzen zu erarbeiten, um weitere Exzellenzcluster, 1 oder 2, vielleicht auch 3, durchaus auch mit Partnern außerhalb von Ulm auf den Weg zu bringen, sodass wir in diesem Wettbewerb dann am Ende vielleicht nicht nur ein Cluster hier in Ulm haben, sondern vielleicht auch 2 oder sogar 3. Aber selbst wenn es 1 ist, sind wir ganz, ganz arg glücklich und in einer Liga, die, wo eine Universität der Größenordnung Ulms eigentlich nicht sehr häufig vorkommt. Wir werden sehr, sehr stark mit digitaler Transformation beschäftigt sein. Digitale Transformation haben wir sehr, sehr viel betrieben in der Corona-Phase, was die Lehre angeht. Vieles musste online umgestellt werden. Wir haben Hybridformate kennengelernt. Wir haben kennengelernt, wie man bestimmte Dinge aus dem Digitalen und Analogen geschickt mischt. Das muss jetzt etabliert werden, das Beste aus den jeweiligen Möglichkeiten gemacht werden. Digitalisierung bedeutet aber auch für uns, dass es Digitalisierung in der Forschung ist, im Forschungsmanagement, Digitalisierung in der Verwaltung. Und Digitalisierung sozusagen im gesamten Unternehmen in allen Facetten. Die Hochschulfinanzierung wird ein Thema sein. Wenn wir alle heute so in die Zeitung gucken, dann steht auf der Titelseite immer etwas über Energiepreise, über Gasmangel. In der Hochschulfinanzierung des Landes Baden-Württemberg sind die Universitäten oder sind die Energiekosten der Universitäten im Standard-Grundhaushalt Forschung und Lehre integriert. Das heißt, in dem Moment, wo die Energiepreise steigen, müssen wir das aus Forschung und Lehre-Budget bestreiten. Daran arbeiten wir zusammen mit dem Land und auch mit Parlamentariern, um dieses zu verändern, dass das Land, was uns ja die Gebäude zur Verfügung stellt, uns nicht mit einer Kaltmiete hier in den Gebäuden lässt, sondern dass wir sozusagen eine Warmmiete haben. Okay.
Ja, und das mit den Bauprozessen führe ich jetzt nicht mehr aus. Da war vorhin, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, wie das schneller gehen kann und dass wir dynamisch sein müssen in der Forschung, in der Lehre. Das ist, glaube ich, jedem sehr klar. Wir können es uns, das ist genau wie vorhin mit den Studienanfängerzahlen, wir können es uns in diesem Land eigentlich nicht leisten, dass innovative Dinge blockiert werden, ausgebremst werden dadurch, dass die Infrastrukturen erst 15 Jahre später zur Verfügung stehen. Da ist das Projekt schon längstens abgelaufen. Und dann werden die Labors plötzlich fertig. Das ist ein Zustand, an dem wir arbeiten müssen. Und da hoffe ich auch auf Sie alle, die sich hier an irgendeiner Stelle was bewirken können, dass Sie da die Stimme erheben und darauf hinweisen, Universitäten, Wissenschaft, Hochschullandschaft ist eines der wichtigsten Assets, was wir in diesem Land haben. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle und wir machen weiter mit dem nächsten Tagesordnungspunkt. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Preisträger, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst sage ich Danke. Man sagt ja gelegentlich den Dank an die Spitze. Danke für diesen Tag, den Sie ermöglichen. Gratulation dazu, dass es wieder möglich wird, hier zu sein. Danke für die Organisation. Dank an die Jury, weil jetzt geht es in Richtung Preisträger, Promotionspreise. Mir ist die viele Arbeit wohl bewusst, aber die Dimension habe ich noch nicht ganz erfasst, die damit zusammenhängt. Und danke an die Musik und vor allem ein Dankeschön an Sie alle, dass Sie da sind. Denn der Augenblick, der freut sich über diese Würde, die dadurch entsteht, dass Sie alle da sind. Und ich kann mir vorstellen, einige von Ihnen hätten im Moment auch anderes zu tun. Sowas kommt ja vor. Es ist eine große Freude für uns als die Universitätsgesellschaft, als die Ulmer Universitätsgesellschaft, und ich sehe einige Vorstandsmitglieder hier, dass wir diese Preise, die Promotionspreise, übergeben dürfen. Das darf ich gleich an den Anfang stellen und ich sage ganz global, wir gratulieren ganz herzlich. Der liebe Gott hat ja uns Menschen Der liebe Gott hat uns Menschen ja so viele Begabungen und Möglichkeiten gegeben und sie haben es ausgenutzt. Nämlich ganz konsequent haben sie daraus jetzt mit ihren Neigungen und Begabungen etwas gemacht und wahrscheinlich waren sie sehr diszipliniert unterwegs. Glückwunsch. Nicht einfach. Vielleicht hat es auch manches Mal angestrengt, dass sie heute hier in der ersten Reihe sitzen. Könnte ja auch sein. Und in jungen Jahren solche Grundlagen zu schaffen, ist wunderbar. Das nützt Ihnen durchs ganze Leben. Und ich glaube, es nützt der ganzen Gesellschaft. Und es kommt ja dazu, wir Menschen orientieren uns ja gerne an dem Besten. Also von Ihnen geht ganz schön viel Dampf aus in dieser Zeit. Weiterhin alles Gute. Im Programm steht kurze Vorstellung der Universitätsgesellschaft oder besser der Ulmer Universitätsgesellschaft. Ich schaue jetzt immer noch etwas nach rechts. Mein Vorgänger sitzt hier, Hans Hengartner, der viele Jahre den Vorsitz inne hatte. Und er ist für mich dann so klein wenig Maßstab. Dafür sage ich es auch richtig. Ulmer Universitätsgesellschaft hat insgesamt ungefähr 1000 Mitglieder. Wir haben einen rührigen, großen Vorstand an Persönlichkeiten. Und unsere Mitglieder sind Bürgerinnen und Bürger, sind Wirtschaftsunternehmen. Und mit ihren Möglichkeiten, Herr Präsident Weber, Sie haben es gerade angesprochen, mit den Möglichkeiten, die wir haben, mit der Kraft, mit der Zeit, mit den Verbindungen, begleiten wir unsere Universität mit Herzblut. Das wissen Sie. Damals, da
Damals, 1959, gab es einen Arbeitskreis, wurde ein Arbeitskreis gegründet, Universität Ulm. Das wissen nicht mehr alle. Und er hat gekämpft. Es gibt ein wunderbares Buch, das heißt Sag niemals nie. In Stuttgart, in der Landesregierung damals, war überhaupt keine Vorstellung dafür da, dass es in Ulm eine Universität geben könnte. Ich sage es mit meinen Worten. Aber Jahre wurde gekämpft, Arbeitskreis, und die Universitätsgesellschaft ist die direkte Nachfolgerin. Und seither fühlen wir uns eng verbunden, und in der Satzung steht, und so wollen wir es auch leben, wir sind da, Forschung, Wissenschaft, Studierende mit unseren Möglichkeiten zu begleiten und dann auch den Kontakt zu halten hinein in die Gesellschaft, in die Wirtschaft, also Uni immer wieder wert zu machen, also unsere Lieblingsuniversität immer wieder wert zu machen. Kontakte in Politik, in alle Bereiche. Und ich darf so sagen, jeden Tag begleitet uns das. Und das ist schön. Und an der Stelle freue ich mich sehr, dass wir so viele Mitglieder haben, mit einem klaren Bekenntnis. Und es kommt ja nichts von nichts. Ich glaube, wir dürfen uns immer wieder bewusst machen, was es bedeutet für unsere Region, für unsere Heimat. Ich sag mal, für Oberdeutschland, so hieß er im Mittelalter, der Bereich, der heute Oberland heißt, was es für eine Bedeutung hat, eine solche Universität in Ulm zu haben. Und wenn man sich diese Erkenntnis bewusst macht, ich kann nur immer wieder gratulieren, welch exzellente, ich darf das Wort verwenden, ohne in formale Schwierigkeiten zu kommen, welch exzellente Universität wir haben, dann kann ich nur sagen, wir alle können davon immer berichten, immer wieder bezeugen. Und eine Mitgliedschaft in der Universitätsgesellschaft, die tut auch richtig gut, dem Gewissen. Und ich darf dazu sagen, da geht es nicht nur ums Geld. Es geht auch ein klein wenig ums Geld, damit die Preise nicht zu trocken sind. Es geht vor allem um Ihr Bekenntnis, um das Bekenntnis der Mitglieder. Und dieses Bekenntnis tut uns sehr gut. Also auf, sage ich immer wieder neu, zur Universitätsgesellschaft. Starke Truppe in Liebschaft zu unserer Universität. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Dieter Rautenbach, ich bin Mitglied des Präsidiums und ich habe eben gesehen, dass mein Batteriebalken, da sitzt der Herr Strang, von 3 auf 1 schon gefallen ist, und das wäre natürlich eine Peinlichkeit. Also wenn die Technik merkt, dass ich nicht mehr zu hören bin, dann sofort den Axel Groß von Polis elektrochemische Energiespeicherung aktivieren und dafür sorgen, dass ich irgendwie energetisch wieder funktioniere. Was ich heute versuchen werde, ist ein Format zu replizieren, was wir bei einer internen Veranstaltung schon mal ausprobiert haben, nämlich eine Preisverleihung, auch die inhaltliche Vorstellung der Preisträger und ein gewisses Diskursformat mit den Preisträgern so zu gestalten, dass es auch für Laien oder für fachlich den jeweiligen Themen fernerstehende unterhaltsam, informativ ist. Und das machen wir in der Art und Weise, also ich werde diese Fragen stellen und ich bin bei allen bis auf einem Thema unverdächtig, da mehr darüber zu wissen als ein normaler Mensch, als ein Laie. Ich bin Mathematiker und nur ein einziges Thema stammt aus der Mathematik, aber auch da aus einem Bereich, der mir fern ist. Wir haben den größten Programmpunkt, weil es natürlich auch von 8 Teilnehmern, von 8 Preisträgern sind 7 hier anwesend. Und ich weiß nicht genau, wie viel Zeit wir brauchen werden. Ich hatte eigentlich gedacht, es gibt danach noch einen Musikpunkt. Gibt es nicht. Sonst hätte ich denen gesagt, die müssen dann entweder sehr, sehr adagio spielen, wenn ich zu schnell bin, oder ziemlich presto, wenn ich die Zeit verbraten habe.
Der Herr Oster hat eben schon auf die inneren Prozesse und auf die Vorbereitung dieser heutigen Veranstaltung hingewiesen. Und ich möchte, bevor ich zu den Preisträgern komme, ein bisschen plastisch werden lassen, was da passiert, weil das ein hochinteressanter innerakademischer Prozess ist, in dem die Universität sich selber mit sich selber beschäftigt, aber auch über die Beteiligung der UOG sozusagen eine Außenwirkung und eine Kommunikation nach außen passiert. Und möchte Ihnen so ein bisschen die Genese dieser Preisträger erklären. Wir haben typischerweise jedes Jahr haben wir diese Runden und fragen bei den Promotionsausschüssen nach den allerbesten Dissertationen und lassen uns von den Promotionsausschüssen und den Fakultäten Vorschläge machen. Und dann gibt es eine interne Auswahlsitzung, an der auch der Herr Oster teilnimmt und die für uns, das haben wir jetzt schon mehrfach zusammen gemacht, eigentlich immer anspruchsvoll, anstrengend, aber auch ein großes Vergnügen ist. Und bei dieser internen Veranstaltung sind die Vorsitzenden der Promotionsausschüsse, unsere Dekanin und die Dekane bzw. Vertretungen anwesend. Wir haben 5 Preise, bei denen schon klar ist, in welche Fakultät die gehen. Und wir haben 3 Preise, bei denen wir uns also trefflich streiten können, an welche Fakultät die denn noch gehen und an welche Person dieser Preis geht. Wir haben typischerweise ungefähr 50% mehr Personen auf der Liste stehen als Preise. Das heißt, wir müssen durchaus eine Auswahl treffen. Allerdings haben wir folgendes Dilemma. Alle Dissertationen, die dort auf der Liste stehen, gehören zu den allerbesten. Das sind unter den Summa-Dissertationen mit den Bestnoten die Handverlesenen. Das heißt, es ist praktisch gar nicht möglich. Ja, wir müssen sozusagen ganz, ganz feine Nuancen herauskitzeln, herausarbeiten und finden und dann am Ende eine Entscheidung treffen, mit der alle sozusagen dann auch inhaltlich leben können. Und Herr Oster habe ich manchmal auch schon so ein bisschen verhaftet, wenn ich merkte innerhalb der Diskussion, akademisch können wir das nicht mehr auflösen, dass wir auch vom Herrn Oster da sozusagen nochmal das Zünglein an der Waage bekommen und in die eine oder andere Richtung gehen. Und diese Diskussionen sind ganz wunderbar, innerakademisch, denn sie zeigen mir jedes Mal und ich glaube auch allen anderen Anwesenden, dass die Universität Ulm, die oft im Selbstverständnis vor sich herträgt, dass wir ein sehr fokussiertes, sehr enges Fächerspektrum haben, wo die einzelnen Fächer extrem gut miteinander harmonieren und sehr, sehr nah beieinander sind, wo die grundlegende Denke, wie gehen wir an die Natur und deren Erforschung heran, irgendwie ähnlich ist. Und man merkt aber in diesen Diskussionen, wo wir natürlich experimentelle Äpfel mit theoretischen Birnen vergleichen, alles auf dem allerhöchsten Niveau, dass die Fachkulturen, die dort repräsentiert sind und die dort ihre Argumente ins Feld führen, so extrem unterschiedlich sind, wie man es im Alltag eigentlich gar nicht wahrnimmt. Also wir haben ja insgesamt 9 Fächer an der Universität und es ist sozusagen dann in den Diskussionen immer so, dass für die einzelnen Vorschläge aus den Fakultäten immer gesagt wird, ja, dieses, jenes, das, Publikationen, Patente, Best Paper Awards, Anwendungsbezug, Kooperation mit der Industrie, Top-Level-Journale und das ist aus jedem Fachgebiet vollkommen unterschiedlich und wir müssen am Ende aber doch zu einer Reihung finden und zu einer Entscheidung finden und ich finde diese Diskussion, ich glaube, die Frau Huckauf habe ich eben gesehen, die sitzt da hinten, die kann das bestätigen, der Herr Oster auch, die sind immer hochgradig spannend und man merkt, wie unterschiedlich die einzelnen Fächer sind und wie schwer es ist, unter diesen Top-Dissertationen, die in dieser Shortlist stehen und die auch sozusagen im Hintergrund noch mal ähnlich viele weitere extrem gute Dissertationen haben, die auch auf der Shortlist stehen können, dann eine schöne Entscheidung zu finden. Und ich finde, ist auch ein gutes Format. Ich höre jetzt so langsam, dass mein Saft ausgeht, aber die Technik informiert mich. Ein gutes Format, wo wir natürlich intern auch selber erstmal einander als Fakultäten und als Fächer erklären, was so die Spielregeln sind, nach denen wir funktionieren, was für uns jeweils wichtig ist. Und ich habe auch immer sozusagen ein gewisses Mitleid mit dem Herrn Oster, der das sozusagen ertragen oder das Spektakel genießen darf, je nachdem. Und ich finde diese internen Sitzungen, obwohl sie viel Arbeit machen, ja, auch im Backoffice, davor ist noch eine andere Sitzung, eigentlich immer sehr spannend. Und jetzt würde ich so langsam gerne umschwenken zu den einzelnen Preisträgern. Und das möchte ich, wie gesagt, so machen, dass es unterhaltsam, informativ und so ist, dass ich persönlich sozusagen die dummen Fragen stellen würde, die man sich sonst nicht zu stellen traut. Anfangen würde ich gerne, und da haben wir ein Mikrofon, glaube ich, was sozusagen die Personen dann in die Hand gedrückt bekommen, mit dem Herrn Matthias Brandt.
Also, Herr Matthias Brandt, ich lese erstmal den Titel Ihrer Dissertation sehr vor. Gerne. Etablierung, und das ist schon eine Herausforderung, Etablierung und Charakterisierung eines immunkompetenten Kopf-Hals-Plattenepithelkarzinom in Klammern HNSCC, Mausmodell und Analyse von Adenosinrezeptor A2A. Bitte merken Sie sich, Rezeptor A2A, weil gleich kommt noch ein anderer Rezeptor. Also ADOR A2A in Klammern vermittelten Effekten auf das immunogene Milieu von HNSCC. So, irgendwo in diesem Text kam das Wort Mausmodell vor und das habe ich mir gedacht, es ist nicht ratsam, bei Ihrer Forschung Mäuschen zu spielen, denn was Sie machen ist, Sie induzieren entweder, glaube ich, im Mundboden der Maus, also das ist so ähnlich der Standort, wo auch bei Menschen der Tumor säße, aber auch subkutan im Oberschenkel der Maus diese Tumorbildung. Also das stelle ich mir richtig, Sie induzieren diese Tumorbildung. Ja, das stimmt, genau, an zwei verschiedenen Stellen. Und wie macht man das? Wie induziert man die Tumorbildung? Naja, also im Prinzip, man hat die Tumorzellen, die sind in Kultur und die gibt man in eine Lösung und diese Lösung mit einem sehr kleinen Volumen spritzt man an die Stelle, wo der Tumor entstehen soll. Ja. Und das Ziel Ihrer Forschung ist es, bei der Krebstherapie, die also letztendlich das Wachstum des Tumors reduzieren und stoppen möchte, die negativen Seiteneffekte, die damit einhergehen, in diesem Fall auch die Immunsuppression zu unterbinden. Also man möchte nicht dem Tumor schaden, gleichzeitig dann aber auch dem Immunsystem des Patienten in ähnlicher Weise schaden. Ist das? Genau, das kommt der Sache sehr nahe, genau. Ja. Und da spielt an der Stelle, da habe ich sozusagen in der Zusammenfassung auch ein Schlagwort gesehen, das kommt gleich auch noch beim Herrn Wilkert, nämlich das Adenosin und immunsuppressive B- und T-Lymphozytenpopulationen, die in der Umgebung dieses Tumors aktiv werden. Und was genau tun die dort? Genau, also der Tumor an sich, der entsteht ja nicht ohne Grund. Der hat da eine Umgebung und in der fühlt er sich wohl. Und diese Umgebung führt dazu, dass andere Immunzellen, die ja schon sehen, okay, das sind Tumorzellen und die sollen da weggehen, die werden einfach supprimiert. Das heißt, sie sind nicht aktiv. Und da ist es ein Mechanismus mit dem Adenosin. Adenosin ist ein körpereigenes Molekül und wenn das frei wird, dann weiß man, dass Immunzellen eher schwächer werden oder abgeschwächt werden. Und das ist ein sogenannter immunsuppressiver Mechanismus und den haben wir uns angeguckt in diesem Modell. Ach, der Tumor sorgt sozusagen chemisch in seiner Umgebung dafür, dass er nicht angegriffen wird. Genau, und verteidigt und dann sich fühlt er sich wohl. Und das erklärt jetzt auch, weil ich sozusagen als Laie weiß, Lymphozyten sind eigentlich Abwehrzellen und die wären in ihrer Aktivität sozusagen gedämpft an der Stelle. Genau, es gibt die Zellen, die dagegen agieren, aber es gibt auch Zellen, die zum Beispiel eher die Reaktion abschwächen, weil sonst hätte man am gesamten Körper auch so Autoimmunreaktionen. Das muss ja reguliert werden. Genau, und das Adenosin, das ist also für die Reduzierung der Aktivität der Leukozyten verantwortlich und das tut es, indem es an einen passenden Rezeptor, nämlich, ich hoffe, Sie haben aufgepasst, A2A andockt. Und ja, genau, richtig. Das muss man dann sozusagen, da wollen Sie sozusagen dieses Andocken an der Stelle ganz punktgenau wahrscheinlich unterbinden, genau, das damit die Leukozyten dem Tumor ordentlich zusetzen. Genau, durch eine medikamentöse Therapie etwas gegeben der Maus, dass eben dieser Mechanismus nicht mehr stattfinden kann. Das ist der zweite Teil von diesem sehr langen Titel, eben diesen Behandlungsversuch und da haben wir halt gesehen, dass das eben ein ganz vielversprechender Ansatz ist. Ja, Sie betreut wurden Sie von Frau Professor Cornelia Brunner in der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde-Klinik. Ganz hinten links. Ja, genau. Das heißt, Hals-Nasen-Ohren, das ist letztendlich auch genau die medizinische Domäne, die letztendlich genau den Bereich bearbeitet, wo typischerweise dieses Karzinom sitzt. Richtig, genau. Ich habe mir noch ein paar Nebendaten aufgeschrieben. Also aus den Gutachten weiß ich, dass Ihre Dissertation sehr umfangreich, relativ um 140 Seiten lang war und dass sie mit einer extrem großen Datenmengenproduktion einherging. Und das ist eigentlich ein ziemlich moderner Trend, dass wir in der Medizin auch im Grunde genommen immer größere Datenmengen und auch vor der Herausforderung stehen, diese zu analysieren. Ist das was auf Ihre Arbeit zutrifft? Ja, das hat viele Nächte mich beschäftigt. Ja. Sie haben in Tübingen Biologie studiert, ja, und sind dann letztendlich zum Studium der Medizin dann hier nach Ulm gewechselt. Richtig, genau. Ja, und dann habe ich noch entdeckt, dass Sie Doping- und Blood-Control-Officer sind. Und das hängt damit zusammen, wahrscheinlich in Sportveranstaltungen zu schauen, ob da sauber. Ja, genau. Das wird. Ist ein Hobby, so zum Nebenberuf geworden. Fußball. Ich bin Dopingkontrolleur im Profifußball. Und immer, wenn ich mal Zeit habe, wenn die Klinik es zulässt, dann
versuche ich den VfB oder andere Vereine und gucke mal, ob da alles mit rechten Dingen zu gehen. Und haben Sie schon mal was entdeckt? Nein. Ja, nein. Also, dann habe ich mir aufgeschrieben, dass Sie am 12.11., und auch da ist das Datum wichtig, 21 fertig geworden sind. Das heißt, seitdem das... Die UUG-Preise gehen immer an Dissertationen aus einem bestimmten Zeitfenster. Das heißt, seitdem ist auch eine gewisse Zeit vergangen und es schließt sich eigentlich bei allen die Frage an, was passiert mit Ihnen jetzt? Was machen Sie jetzt gerade? Wo geht's hin, die Reise? Also aktuell bin ich hier in der HNO-Klinik, glücklich Assistenzarzt und da möchte ich schon weitermachen mit der Forschung und da schreibe ich gerade einen DFG-Antrag für eine Stelle in Pittsburgh, um da weiter zu forschen. Dann wünsche ich Ihnen vielen Dank. Viel Erfolg. Die Urkunde bekommen Sie gleich erst, glaube ich, oder? Die geht's jetzt schon. Okay, dann möchte ich meinem Präsidenten nicht. Ja, vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Vielleicht noch ein Wort dazu. Manchmal liest man ja diese Urkunden vor. Jetzt war ja der Titel schon so lang. Und das, was unten drunter steht, ist der Titel genauso lang, nur mit anderen Worten. Vielen herzlichen Dank. Als nächstes steht hier auf der Bühne Herr Dr. Max Wilkert. Auch er stammt aus der Klinik für HNO-Heilkunde und wurde auch betreut von Frau Professor Cornelia Brunner. Und der Titel der Arbeit weist gewisse Parallelen zu dem eben vorlesenden Titel auf, ist aber deutlich kürzer. Analyse des Einflusses von Adenosin auf Plattenepithelkarzinomzelllinien etabliert von Tumoren des Kopf-Halsbereiches. Und Herr Wilkert hat genau einen Tag vor Herrn Brandt verteidigt. Und ich wage mal zu behaupten, dass das an der Kürze des Titels liegt. Ja? Und auch bei ihm geht es letztendlich um das gleiche Krankheitsbild, nämlich um den Kehlkopf-Halsplattenkarzinom. Und sie haben auch sich die Funktion des Adenosin angeschaut. Und auch, wir wissen jetzt mittlerweile, das ist ein immunsuppressiver Stoff, der sozusagen verhindert, dass die körpereigenen Zellen den Tumor ordentlich angreifen. Aber sie haben sich einen anderen Rezeptor angesehen, nämlich den Rezeptor 2b. So. Und spätestens an dieser Stelle in der Vorbereitung habe ich gemerkt, dieses ominöse Adenosin ist jetzt zweimal vorgekommen. Und dann habe ich, wie jeder gute Wissenschaftler heute, Google gefragt, was Wikipedia dazu sagt. Und Wikipedia hat mir gesagt, Adenosin ist ein weißer und geruchloser Feststoff, der sich in Ethanol praktisch nicht löst, dagegen in heißem Wasser löslich ist. Und hatte sofort das Gefühl, dass das nicht die relevante Information ist, die ich brauche, um die Funktionsweise innerhalb der Medizin zu verstehen. Können Sie uns noch ein bisschen was über das Adenosin erklären? Ja, für mich war das relevant, weil ich musste es in Wasser lösen und zu den Zellen geben. Deswegen, hatte ich mit diesem Feststoff gearbeitet und es eben aufgelöst. Also ich habe mich quasi damit beschäftigt, was dieses Adenosin mit den Tumorzellen macht und weniger, was das mit den Immunzellen macht. Und man hat halt gesehen, dass das quasi die Tumorprogression fördert. Und also an verschiedenen Schnittpunkten kann das wohl ansetzen, eben über diesen Rezeptor 2b, dass der mehr wächst, dass er sich besser die Zellen bewegen können, sag ich mal, Migration, und dass auch mehr Gefäße einsprießen, damit die Versorgung mit Sauerstoff von dem Tumor quasi wieder verbessert ist. So. Jetzt wird mir langsam erstmal was klar, was ich gar nicht gemerkt habe, aber jetzt geht es mir auf. Also Sie haben geforscht an der Wirkung des Adenosin auf Rezeptoren der Leukozyten, das heißt so Dämpfung des Adenosin bei der Abwehr. Und Sie haben sozusagen Beförderung und Wachstumsimpulse, die das Adenosin über einen anderen Rezeptor, der in den Karzinomzellen sitzt, auf die Tumorzellen auswirkt. Genau, so kann man das sagen. Ja, das heißt, man könnte letztendlich, wenn man therapeutisch dort wirksam werden will, im Grunde genommen dann auch gleichzeitig versuchen, die Rezeptoren, die Sie haben, nicht aktiv werden zu lassen und die Rezeptoren, die Sie studieren, irgendwie ein bisschen zu blockieren. Genau, immer möglichst spezifisch halt in diesem Tumor-Mikromilieu, weil diese Rezeptoren kommen überall im Körper noch vor und haben halt auch andere Funktionen, deswegen
natürlich möchte man das möglichst Ziel, also so Target Therapy. Hieße das auch, dass man das in die entsprechenden Therapeutika sozusagen nur lokal versucht zu verabreichen oder? Ja, je nachdem. Oder also wir haben das jetzt mit so quasi mit Antagonisten, also mit chemischen Agenzen probiert. Dann gibt es ja noch so Antikörpermöglichkeiten, die an diese Rezeptoren binden. Vielleicht mRNA-Stoffe, die in die Zelle kommen und diese Rezeptoren runterregulieren. Also da gibt es verschiedene Ansätze, um das möglichst gezielt zu machen. Das ist sozusagen, was man jetzt so weiterführend, denke ich, noch forschen kann. Also das Ziel ist letztendlich sozusagen diesen Rezeptor durch das Aufpfropfen eines anderen Objektes so zu blockieren, aber der soll am besten nur auf die Krebszellen passen und nicht im Körper woanders irgendwelche Wachstumsprozesse unterbinden. Genau, ja. Ja. So, auch zu Ihnen habe ich mir so ein paar Dinge aus dem Lebenslauf noch angesehen. Sie haben Humanmedizin und Zahnmedizin studiert und Sie sind während der Formulatur und während dem praktischen Jahr sehr, sehr weit rumgekommen. Die Formulatur haben Sie in Durban gemacht, in Südafrika, und das praktische Jahr in Liverpool und auf Martinique. Also das ist durchaus ein beneidenswerter Lebenslauf. Und da wollte ich Sie fragen, Sie haben jetzt Einblick gehabt in verschiedene Standorte, wissenschaftliche Kulturen, akademische Kulturen, was so wesentliche Unterschiede waren zu hiesigen Geflogenheiten? Ja, also zum Teil ist ich bin ja Mediziner und dann war auch viel im Krankenhaus in diesen Auslandsaufenthalten gewesen und da sind zum Teil die Hierarchien so ein bisschen anders. Ja, genau, also manchmal etwas flacher und es gibt mehr kleinere Teams. Flacher als hier in der Medizin. Ja, zum Teil schon, ja. Das ist ja. Aber es hat alles seine Vor- und Nachteile. Dafür ist die Forschung, muss ich sagen, zum Beispiel in England nicht so stark im Medizinstudium integriert. Das sind dann eher die rein naturwissenschaftlichen Fächer, die sich da, glaube ich, mehr mit beschäftigen. So habe ich das jetzt erlebt. Quasi hier in Deutschland kann man auch als Mediziner, wenn man interessiert ist, sehr viel halt auch so in diese molekularen Prozesse mit reinschauen und da seine Promotionen machen. Das fällt mir gerade ein, das Stichwort. Beide Dissertationen sind im Zusammenhang mit der molekularen Medizin. Sie sind auch gefördert worden über die entsprechenden Programme. Das heißt, es sind genau diese Brückenschläge zwischen naturwissenschaftlich-biologischer Sichtweise. Ihr Dekan wird das sicherlich aus der eigenen Fachkultur heraus vollumfänglich unterstützen. Und das ist sozusagen auch eine Eigenheit und eine Besonderheit, die auf dem Fächerspektrum der Ulmer Universität basiert. Absolut, das habe ich auch mal sehr geschätzt hier. Das war wirklich toller Standort, habe hier gern studiert. Gut, Sie waren, wie gesagt, einen Tag vor dem Herrn Brandt fertig und hatten einen Tag mehr Zeit, auf die Frage zu antworten, wohin geht denn jetzt die Reise mit Ihnen? Ja, ich bin wieder ein bisschen Richtung Heimat. In Düsseldorf bin ich jetzt Assistenzarzt in der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie und da auch im Forschungsteam. Genau, also wir machen auch ein bisschen Tumorforschung, aber auch viel so computerassistierte Forschung. Also computerassistierte Chirurgie, genau, da geht es gerade so weiter. Ja, dann viel, viel Erfolg und herzlichen Glückwunsch. Alles Gute, danke. Dankeschön. Sie machen das schon alles richtig. I was told that you prefer to do the discussion in English. In German, but I will answer in English. Okay, so maybe I also ask in English. So you are Alexander Shishov, and you have prepared your PhD in the group of Max von Delius. And the title of your thesis was Facially Polarized Cyclohexanes and Orthoesters as Building Blocks in Host-Guest Architectures and Functional Materials. And the last two words actually characterize exactly what you were working on, functional materials. And if I understood correctly, what you are building is chemical cages, chemical transporters that are able to carry a load to a certain location and that have applications in different areas. So yes and no, it was just a tiny part. It was like only a part of my PhD thesis, basically, maybe 30%.
But in principle, you're right. So our goal was to make, to self-assemble, not to make. So those cages, they self-assemble. We don't do anything. And so our goal was that these cages can transport some stuff inside, inside body and release cargo in a controlled way. So whenever whenever the medical people have some drug that they want to have delivered, then you could maybe help. Yes. And what were the other 70% of your thesis? Oh, so so 70%, we also had some projects on polymers, on supramolecular polymers. We had some collaborations with Max Planck Institute in Mainz. We also tried to make some more or less fundamental studies on some new host guests. Architectures, yes, as you can see here. So actually the scientific challenge in your research is the controlled production of these materials so that they always have the properties that maybe you can model theoretically, but you want to be able to produce the materials on which are on extremely small scale in a controlled way. So yes, so maybe it's better if I explain briefly. So I'm organic chemists, we kind of play with Lego, okay? So we have targets and we have Lego bricks and we have certain rules how these targets can be assembled. And we put this brick by brick, and eventually we get our target. But what we did, it's called self-assembly, okay? Basically, we take all these bricks, we put them in a box, we shake it, and in the end we get the chair. So all information contains inside of these bricks, okay? And so how to put this information inside of these bricks and how to make sure that we actually get chair and not a plant in the end, this was a topic of my thesis, like red line which went through my thesis. Of course, this concept was not new, but in my thesis, we studied several compounds, several molecules, which, so one is quite old, but no one actually did any research on it. And one was developed, was discovered when I was in the middle of my PhD studies. So this one, for this. Cyclohexane. Yes, and these guys here are old molecules which for some reason were overlooked. So in some sense, you're programming chemical compounds so that they self-assemble in the right way. Programming is a very good word. Okay. You have also a very interesting CV. So you were born 93 in Ukraine, and you did your bachelor and master in chemistry still in the Ukraine. Then you did your master, another master in Sofia Antipolis in southern France, close to Nice. And then you came to Germany, actually to the group of Max von Delius, first in Erlangen-Nürnberg, and then you moved together with him to the new location here in Ulm. Correct. Yes. And I had a lot of pity with your examiners because your thesis, which is based on five papers, has, if I didn't read it wrongly, 420 pages. Yes, but problem is like we always want to do good science, and good science requires a lot of control experiments, and control experiments take pages. Okay, so so in order to understand the contribution and the challenges and the successes, the examiners don't have to read all the 420 pages, maybe. Huh? No. So it's enough if the thesis advisor does so. Maybe yeah. First page, abstract. Okay, so you also defended your thesis at the beginning of 21. So what is happening with you now? I'm working at, I'm at Henkel in Düsseldorf. I develop new sustainable, or try to develop new sustainable adhesives. So you can enact and use the research topics that you have been working on during your thesis? Research topics, not really, but some skills, which like every PhD student can develop. Yes, for sure. But research was a little bit more specific. Okay. Good. Then congratulations again. And. Thank you.
Thank you. Okay, so jetzt kann ich wieder auf Deutsch sprechen. Ja, ich habe gesagt, es sind 8 Preisträger. Sie können schon nach vorne kommen. Und der, der heute leider fehlt, den würde ich nur ganz kurz gerne erwähnen. Das ist Dr. Thomas Alexander Theurer. Vor der Vorstellung seiner Dissertation hatte ich auch gewisse ein Respekt, weil er hat zu Ressourcentheorie in der Quantenphysik gearbeitet. Und obwohl das gegebenenfalls eine gewisse Nähe zu funktionalanalytischen Themen haben könnte, die ich irgendwie verstehen sollte, wäre es mir doch schwer gefallen. Also ihm in Abwesenheit würde ich gerne auch gratulieren zu dem Preis. Und die Urkunde wird er noch bekommen. Und so komme ich direkt in die nächste Fakultät, Ingenieurwissenschaften, Informatik, Psychologie, zu Herrn Dr. Martin Geiger. Herr Geiger hat promoviert unter der Betreuung von Professor Waldschmidt und der beschäftigt sich ja intensiv mit diversen Aspekten der Radarsysteme. Und da ging es um folgende Problematik. Wenn wir uns heutige Radarsysteme anschauen, hochauflösende Radarsysteme über 150 Gigahertz, dann werden diese typischerweise auf sogenannten MMIC-Architekturen realisiert. Das sind Monolithic Microwave Integrated Circuit. Und was man daran verstehen muss, ist sozusagen die letzten zwei Wörter, Integrated Circuit, dass man nämlich versucht, alle Komponenten relativ nah beieinander sozusagen zu platzieren. Und die Nachteile, die damit wohl einhergehen, ist, dass man relativ aufwendige Gehäuse braucht, um das zu schützen, dieses gesamte System, und dass man größere Linsen braucht. Und das, was Sie gemacht haben, ist, das im Wesentlichen aufzubrechen und andere Arten und Weisen sich zu überlegen, wie man solche hochauflösenden Radarsysteme herstellen und konstruieren kann. Genau. Also so ein Radarsystem, also im MMIC, das ist sehr kompakt, bietet daher auch Vorteile, hauptsächlich von der Größenordnung, und das alles in einem Chip integriert ist. Der Nachteil, gerade schon erklärt, ist vor allem dann bei der Anwendung vom Radarchip das Problem. Der Radar hat den Vorteil, dass man das in der Umgebung betreiben kann, wo optische Systeme nicht mehr funktionieren, also bei Nebel oder eben in rauen Umgebungsbedingungen, wo das dann zum Problem wird. Und da haben wir genau angefangen einzugreifen, die Elektronik und die Antenne zu trennen, so dass wir eben da die Probleme umgangen sind. Und da gab es auch ein Teilproblem war, dass man eben genau bei den Frequenzen überhaupt eine Leitung, eigentlich ein Kabel für so hohe Frequenzen herstellen kann. Und das haben wir gemacht mit so einer Art Glasfaserkabel für Radarwellen. Das heißt, die Herausforderung bei Ihrer Dissertation bestand auch drin, neuartige Komponenten erstmal selber sich zu überlegen und zu konzipieren, die halt von der aktuell typischen Implementierung dieser Technologie oder der Radarsysteme abweichen. Ja, genau so kann man es nennen. Also in der Regel gibt es nur den Radarchip. Bei diesen Frequenzen sind es eh nur Prototypen, die noch nicht eingesetzt waren. Das ist noch nicht mal zugelassen, sowas in der Wirtschaft das zu nutzen. Und in der Regel wird da direkt abgestrahlt und wir haben jetzt die Komponenten zur Einkopplung in das Kabel sozusagen und zur Abstrahlung aus dem Kabel wieder entwickelt. Und diese neuartigen Radarsysteme in diesem hochauflösenden Frequenzbereich, die erlauben eben auch neuartige Anwendungen. Können Sie so ein paar beispielhaft nennen? Also eine Anwendung war zum Beispiel ein Kehlkopfmikrofon. Funktioniert eigentlich ähnlich wie Ihres, das Sie da haben. Nur, dass es eben auf Radarstrahlung beruht und dass man die Vibration hier am Hals erkennt mit der Radarsonde und daraus dann den Ton wieder abbildet. Vorteil gegenüber so einem Normalmikrofon ist, dass auch in einer lauten Umgebung funktioniert, da man direkt am Hals die Vibration abnimmt und die Umgebungsgeräusch nicht wahrnimmt. Aber man nimmt gar nicht den Ton auf, sondern übersetzt die Vibration dann sozusagen digitaltechnisch in den Ton. Genau, also alle Vibrationen, die eigentlich so durch die Stimme entstehen, können auch hier am Hals abgenommen werden. Klingt ein bisschen dumpfer, weil der Mund ein paar Ein Sound ein bisschen bildet, aber im Grunde genommen versteht man es ganz gut. Gut, das heißt, man hört aber dann auch nicht die verstopfte Nase, die vielleicht vorliegt zu dem Sound. Genau. Ja. Sie haben zu diesem Thema, also Improved Throat Vibration Sensing, auch einen Best Student Paper Award bekommen. Und Sie sind auch Mitglied oder beteiligt an einem Patent. Da geht es um eine Objekt
Erkennungsvorrichtung. Können Sie uns ein bisschen was dazu sagen? Genau, da geht es um kollaborative Roboter. Das heißt, momentan werden in der Industrie viele Robotersysteme eingesetzt, die für sich arbeiten und wo drumherum irgendein Sensor ist, der erkennt, sobald ein Mensch in die Nähe kommt, muss er stoppen, dass nichts passiert. Der Nachteil ist, der Roboter ist relativ dumm und kann immer nur das Gleiche machen. Jetzt gibt es manche Vorgänge in der Industrie, die eben von Vorteil wären, wenn man da die Unterstützung von den Menschen hätte. Das heißt, Roboter und Mensch arbeiten zusammen. Und dazu muss der Roboter gewisse Abschaltvorrichtungen haben. Es gibt da so verschiedene Architekturen mit einer Schutzhülle drumherum, die dann reagiert, sobald der Roboter in die Nähe von dem Menschen kommt, die aber erst reagiert, wenn eben die Berührung da ist. Das heißt, der Roboter darf nur sich sehr langsam fortbewegen. Und in unserer Arbeit haben wir dann den Wellenleiter, also das Glasfaserkabel für die Radarwellen, um den Roboter herumgewickelt und haben da an verschiedenen Stellen bewusst abgestrahlt, damit wir eben das Umfeld von dem Roboter erkennen können. Und somit kann der Roboter schneller fahren und sobald man eben in die Gefahrenzone kommt, das war so circa 20, 30 Zentimeter in der Nähe des Roboters, da ist der Roboter dann zum Stillstand gekommen. Das heißt, die Zusammenarbeit war deutlich besser mit dem, was bisher zur Verfügung steht. Ich hatte gerade spontan die Assoziation von dem Pepper mit so einem Weihnachtsschmuck. Also das ist dieser Roboter, der Matthias Klier benutzt ihn auch teilweise bei sich am Institut. In der Medizin läuft er auch im TTU rum. Es geht darum, sozusagen vor Kontakt schon zu erkennen, dass ein Mensch in der Nähe ist. Genau. Gut, Sie haben im März 2021 die Arbeit abgeschlossen und auch bei Ihnen die Frage, wo geht's mit Ihnen hin? Was machen Sie zurzeit? Also ich bin der Radarentwicklung und Radarforschung treu geblieben, bin jetzt gar nicht so weit von der Uni, nur das Tal runter bei Hensoldt in der Entwicklung. Das heißt, Sie haben auch die Möglichkeit weiter zu kooperieren mit Personen an der Uni auch? Genau, wir haben weiterhin Kontakt mit dem ehemaligen Institut ab und zu. Gut, dann alles Gute dafür und herzlichen Glückwunsch. Der nächste ist Dr. Patrick Aurélien Thiam Tanje. Sie haben promoviert unter der Betreuung von Professor Friedhelm Schwenker und Inhalt der Arbeit ist Information Fusion Mechanisms for Multimodal Effect Recognition. Und das ist eigentlich ein Thema aus der Mensch-Maschine-Interaktion. Ich schaue, ob die Frau Huck auf. Die hat den Platz dem Herrn Kessler verlassen. Aha. Das ist eigentlich ein Thema, was sozusagen den Brückenschlag zwischen der Psychologie und den technischen Anwendungen auch gewährleistet. Also es geht darum, sozusagen automatisiert den Emotionszustand eines Menschen zu erkennen. Genau. Also woran ich gearbeitet habe, ist, wir haben verschiedene Signale immer aufgenommen, verschiedenen Probanden. Und aus diesen Signalen müssen verschiedene Merkmale extrahiert werden und zusammen kombiniert werden, um bestimmte Zustände zu erkennen. Die verschiedenen Signale, das sind dann sozusagen in dem Abstract die multimodale Erkennung. Das heißt, Sie schauen sich die Tonlage an, genau. Vielleicht irgendwie Facial Expressions, Körperhaltung. Das heißt, all diese Dinge versuchen Sie und benutzen dann eben auch Deep Learning Technologien und künstliche neuronale Netze, genau. Um diese Informationen zusammenzuführen und automatisiert erkennen zu können, wie der Gemütszustand ist. Genau. Und was sind mögliche Anwendungen davon? Wo kann man das irgendwie sinnvoll nutzen? Naja, ich glaube, heute hat jeder von uns ein Smartphone oder ein Smartwatch. Und mit solchen Sensoren können verschiedene biophysiologische Signale und andere Signale aufgenommen werden. Und damit könnte man, keine Ahnung, bestimmte Zustände erkennen. Zum Beispiel, keine Ahnung, ein paar Sekunden vor jemand abstürzt. Diesen Abschluss erkennen und entsprechend zum Beispiel automatisch einen Notruf anrufen. Das sind kleine Beispiele.
Das heißt, es geht so um Assistenzfunktionen, aber eben auch um letztendlich das ganz, ganz große Thema Mensch-Maschine-Interaktion. Genau. Ja. Sie haben die, also man merkt schon an den Inhalten, es ist sozusagen auf der Schnittstelle zwischen Deep Learning, künstlichen neuronalen Netzen einerseits, das heißt, es ist ein sehr, sehr großer datengetriebener und informatikgetriebener Anteil und gleichzeitig geht es um Körperhaltung, Tonlage, eben sozusagen Themen, die vielleicht in der Psychologie oder in der Medizin irgendwie beheimatet sind als Inhalte. Und das merkt man auch, weil Sie hatten sozusagen zwei Standbeine in verschiedenen Instituten, beim Herrn Kessler in der medizinischen Systembiologie und wie gesagt in der Informatik, in der Neuroinformatik bei Herrn Schwenker. Das heißt, diese beiden Standbeine, also ein Fuß in der Medizin, obwohl der Herr Kessler auch eigentlich ja ein halber Informatiker ist oder ein ganzer, aber eben einen engen Bezug zu den medizinischen Anwendungen hat. Genau, und das passt auch perfekt zu den Forschungsthemen, die Sie ja bearbeitet definitiv haben. Sie sind in Kamerun geboren. Sie haben Mathematik und Physik in Kamerun studiert. Das liegt eine gewisse Zeit zurück, dass Sie an Ihrer Facial Expression, dass Sie nachdenken müssen, wie lange das zurückliegt. Aber Sie haben natürlich dadurch durch Studium von Mathematik und Physik sozusagen die Hardcore Basics und Hardcore sozusagen mathematischen Grundlagen, die Sie brauchen, um die entsprechenden Modelle und stochastischen Analysen und zu verstehen, was sozusagen im Hintergrund dieser Deep Learning Technologien geschieht. Sie sind dann nach Ulm gekommen und haben erst an der HNU und der THU Wirtschaftsinformatik studiert, dann an der Universität Ulm Master in Informatik gemacht und letztendlich sind Sie sozusagen mit dieser extrem soliden Grundlage in den mathematischen, physikalischen Fächern über Studium der Informatik in ein Thema reingekommen, was perfekt das Crossing Borders Motto des aktuellen Steppels behandelt, nämlich die Verknüpfung von neuen Technologien, Anwendungen aus verschiedenen Gebieten und eben in diesem Fall Anwendungen in der Mensch-Maschine-Interaktion. Also besser hätte ich es sagen können. Ganz, 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 ganz wunderbar. Und was habe ich noch? Ja, auch Sie haben Ihre Arbeit in Anfang 21 schon verteidigt. Und genau wie bei allen anderen, was machen Sie jetzt zurzeit? Wo sind Sie? Ja, ich bin gerade immer noch bei dem Herrn Professor Schwenker, bei seiner tolle Arbeitsgruppe. Und da forschen wir wieder im Bereich tiefe neuronale Netze oder in den Ansatz medizinischen Fällen. Genau. Ja, dann viel, viel Erfolg weiterhin dafür und herzlichen Glückwunsch zu dem UOG-Preis. Dankeschön. So, Herr Klier ist eben schon erwähnt worden. Jetzt kommen wir zu einem ehemaligen Doktoranden von Herrn Klier aus der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften, Dr. Maximilian Förster. Und Ihr Name ist mir tatsächlich nicht nur im Zusammenhang mit dem UOG-Preis, sondern auch im Zusammenhang mit dem Südwestmetallpreis untergekommen, den Sie auch bekommen haben. Sie haben eine Dissertation geschrieben mit dem Titel The Impact of ICT. ICT steht für Information and Communication Technology on Social Interaction. Contributions with a focus on social media and explainable artificial intelligence. Und Sie haben eigentlich zwei große Themenbereiche bearbeitet, nämlich einerseits die Kommunikation in sogenannten Peer Groups, und das waren in Ihrem Fall zum Beispiel als Anwendungsfelder Langzeitarbeitslose oder Flüchtlinge, die einander sozusagen über die Kommunikationsplattform der Social Medias helfen, sozusagen wieder zurückzufinden in eine Arbeitstätigkeit oder sich zu gegenseitig zu helfen, bei
bei den verschiedenen Integrationsschritten. Das ist die eine Geschichte. Das heißt, die Nutzung dieser digitalen Informations- oder Kommunikationsplattform für die Mensch-zu-Mensch-Kommunikation und das Unterstützen, das gegenseitige Unterstützen in dieser sogenannten Peer Group. Und das andere Thema, was Sie hatten, war die Nutzung auch von Explainable Artificial Intelligence. Das heißt, es geht darum, dass eine KI kommuniziert mit entsprechenden Personen und dass die KI Erklärungen, und das ist ein ganz, ganz relevantes in der Universität an verschiedenen Stellen aktuell bearbeitetes Thema, Explainable KI produziert, also Erklärungen produziert für die Entscheidungen oder für die Empfehlungen, die die KI produziert, die in gewisser Weise nachvollziehbar sind, die also unsere menschlichen Gewohnheiten, was ist ein vernünftiges Argument oder warum soll ich das jetzt tun, was die KI sagt. An diesen beiden Arbeitsbereichen haben Sie geforscht. Ganz genau. Und dieses erste Projekt, und das ist wahrscheinlich auch der Grund für den Südwestmetallpreis gewesen, haben Sie auch in Kooperation mit externen Partnern, unter anderem Südwestmetall, dem Arbeitsamt oder der gemacht und Sie angeschaut, wie das tatsächlich auch wirkt auf die Peer Group und deren Erfolg. Können Sie so ein bisschen berichten aus dieser praktischen Umsetzung? Ja, total gern. Also ist uns sowieso total wichtig. Wir sind anwendungsorientierte Forscher, wir wollen irgendwie draußen was bewegen. In dem Fall konnten wir ziemlich viel bewegen mit den Peer Groups. Wir haben über zwei Jahre die Peer Groups überall in Baden-Württemberg, also in jeder Arbeitsagentur, umgesetzt. Das heißt, die waren überall dann nutzbar, um die halt dann auch zu untersuchen im Rahmen von einem Feldexperiment, um zu schauen, helfen die den Arbeitslosen wirklich irgendwie zurück in Arbeit zu finden. Und was für uns halt total schön war zu sehen, es hat tatsächlich geholfen. Ja, es gibt ja, sagen wir mal, viel diskutiert, relativ viele negative Effekte, die über die Nutzung von sozialen Medien zustande kommen können. Aber das ist sozusagen mal eine Anwendung, wo Menschen miteinander wohlwollend kommunizieren, die ähnliche Probleme haben und einander unterstützen und auch die Verfolgung der gemeinsamen Ziele eben auch voranbringen. Das ist, kann ich mir gut vorstellen, dass das dann auch befriedigend ist zu sehen, dass das funktioniert. Genau. Ich glaube, der Mechanismus ist vor allem so, man versteht sich, man hat Leute vor sich, die dasselbe Problem haben, die sozusagen Erfahrungen aus erster Hand auch haben. Und man kommuniziert auf einer Ebene. Das ist viel spannender irgendwie, wie wenn man jetzt irgendwie mit dem Arbeitsvermittler oder mit der Arbeitsvermittlerin. Und man überwindet eben auch die Probleme, die man hätte, wenn man sich live vor Ort irgendwie treffen müsste. Dann muss sozusagen aus einem relativ großen Umkreis zu einem festen Zeitpunkt an einer festen Stelle alle zusammenkommen. Das heißt, es ist viel niederschwelliger, viel schneller, viel flexibler und deswegen wahrscheinlich dann eben auch praktikabel in der Realität. Absolut. Also wir konnten es auch während der Corona-Krise noch umsetzen. Ja. Und die Explainable Artificial Intelligence, können Sie uns so ein bisschen die Anwendungsfälle oder ein, zwei Anwendungsfälle aus dem Bereich nennen? Gern. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Bankberater. Sie werden unterstützt von einer KI, um jetzt so eine Kreditwürdigkeit zum Beispiel für Ihre Kunden zu bewerten. Früher haben sie das ohne KI gemacht, jetzt kriegen sie eine KI irgendwie zur Seite gestellt. Die gibt eben eine Empfehlung, naja, also dem Kunden, dem darf man jetzt keinen Kredit geben, fällt wahrscheinlich aus. Dann sagen sie, naja, jetzt habe ich da irgendwie eine Empfehlung, muss ich irgendwie meinem Kunden vermitteln und ich weiß ja gar nicht, hat die KI recht oder nicht. Also KI macht ja genauso Fehler wie Sie und ich auch. Und in dem Fall kommt eben die Erklärkomponente ins Spiel. Also die erklärbare KI, die erklärt sich Ihnen sozusagen und sagt, naja, also dem Kunden darf man jetzt kein Kredit geben, weil das Gehalt ist im Zweifel ein bisschen zu klein oder die Laufzeit ist zu kurz oder so. Und dann haben Sie was an der Hand, dann können Sie das challengen, können dann gucken, naja, also stimmt diese Empfehlung der KI wirklich? Und Sie können es natürlich auch dem Bankkunden entsprechend vermitteln. Das wäre so ein Beispiel zumindest. So wie Sie es schildern, finde ich das sehr, sehr gut, weil natürlich gerade die KI und Entscheidungsmethodiken in der KI durchaus in einer gewissen Kritik stehen, weil man natürlich gewisse Vorurteile, die man in den historischen Daten hat, dann reproduziert und die KI das einfach weitertreibt. Also die Sichtweise, dass man sagt, die KI muss eine Erklärung liefern und die kann ich mir anschauen oder da kann ich auch anderer Meinung sein. Und wenn ich anderer Meinung bin, dann mache ich auch nicht das, was die KI vorschlägt. Oder ich gucke mir diesen Punkt nochmal genauer an. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sichtweise, die eben auch uns vor mancher Blindheit in den Entscheidungsprozessen bewahrt. Der Herr Oster, glaube ich, der kennt den möglichen Anwendungsbereich dieser Methodiken sehr, sehr gut. Absolut. Also wir wollen KI zu einem Teammitglied entwickeln, das irgendwie uns unterstützt als Menschen, sich aber immer rechtfertigen muss und wir bleiben am längeren Hebel.
Gut. Ich habe schon gesagt, Sie sind beim Matthias Klier im Institut. Das ist das Institut für Business Analytics. Der Herr Zimmermann, der sitzt daneben, auch an dem Institut, also im großen Kontext der BWL. Aber genau wie Herr Klier, der einen wirtschaftsmathematischen Hintergrund haben, haben Sie auch einen Nicht-BWL-Hintergrund. Sie haben einen Bachelor in Physik. Sie haben einen Master in Wirtschaftsphysik. Den Bachelor haben Sie in der LMU gemacht, den Master in Ulm. Und Ihre Masterarbeit, die fand ich auch sehr interessant, war System Dynamics als quantitative Vorhersagemethode für die Zukunftsvorausschau von Wasserstoff als regenerative Energiequelle. Also Sie sind eigentlich mit den diversen Themen am Puls der Zeit und an den Fragestellungen und machen das mit dem Zusammenführen der verschiedenen Methodiken. Damals sozusagen, das wäre auch ein Thema gewesen, was uns in Ulm hochgradig interessiert. Wahrscheinlich ist es auch in Kooperation mit ZSW und anderen Standortplayern geschehen. Und jetzt am Institut von Herrn Klier eben Peer Groups, Integration von Arbeitslosen, von Flüchtlingen und eben KI als Teamplayer. Ja, das passt also perfekt. Und also für diese Peer Group Geschichte haben Sie auch noch eine weitere Auszeichnung bekommen, nämlich die im Ideenwettbewerb Gemeinsam wird es KI des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Sie haben im November 21 abgeschlossen. Das ist also ein bisschen weniger lange her als bei den anderen, die wir bisher hatten. Aber auch Sie sind, glaube ich, auf der akademischen Spur noch weiter unterwegs. Was passiert mit Ihnen zurzeit? Absolut. Also ich bin weiterhin Postdoc bei meinem Doktorvater, bei Matthias Klier. Ich glaube, wir haben beide noch sehr viel Lust, gerade in diesen Themengebieten einfach was voranzutreiben. Gerade in dem Themengebiet der erklärbare KI. Wir haben ja untypisch irgendwie eher so ein bisschen grundlagenmäßig angefangen. Jetzt wollen wir das einfach auch in die Praxis bringen. Ich finde das ganz wunderbar. Der Präsident hat ja eben auch den möglichen Ausbau der KI innerhalb der Informatik berichtet. Wir haben ja sowieso über Professorin Birte Glimm jemand, der genau dieses Thema auch aus der Perspektive der Informatik beleuchtet. Und das ist hochgradig relevant. Diverse Anwendungsmöglichkeiten, Wasserstoff als regenerative Energiequelle und die Dinge, die ich eben schon referiert habe. Also da kann ich Ihnen nur viel, viel Glück und viel Erfolg wünschen und alles, alles Gute und herzlichen Glückwunsch zu diesem Preis. Dankeschön. So, wir kommen zum letzten Preisträger, der heute hier ist. Das ist Dr. Marius Müller. Seine Betreuerin sitzt da hinten. Das ist die Professorin Anna Dalakwa aus der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften. Und Sie haben über ein analytisches Thema Ihre Dissertation geschrieben, Elastic Bending, Variational Problems and Their Geometry. Und das ist das Thema, wo ich sozusagen als Fachnächster irgendwie unter dem Verdacht stehen sollte, davon was verstehen zu müssen. Allerdings bin ich diskreter Mathematiker und Sie sind sozusagen vollumfänglich in der Analysis und an der vordersten Front. Und ein Diskussionspunkt ist mir noch aus dieser internen Runde bewusst, nämlich die Unterschiedlichkeit der Fachkulturen. Und was bei Ihnen besonders sozusagen auffällt, ist, dass Sie haben eine kumulative Dissertation geschrieben und Sie haben, und das ist eigentlich auch innerhalb der Mathematik während der Promotion nicht immer vollumfänglich üblich, diverse Publikationen, extrem umfangreich, extrem tief, extrem gut publiziert in den besten Top-Journalen als Alleinautor. Und das bedeutet eigentlich, dass Sie schon in der Phase der Dissertation eine Reife auch beim Formulieren von den Ergebnissen und vorher natürlich beim Erzielen dieser Ergebnisse erreicht haben, die irgendwie außergewöhnlich ist. Also Ihr Name ist auch im Zusammenhang mit diversen Auszeichnungen innerhalb der Mathematik schon aufgetreten. Und bei Ihnen geht es um letztendlich Variationsprobleme, das ist ein ganz, ganz klassisches Thema in der Analysis, und Biegungsenergie. Können Sie uns so ein bisschen plastischer machen, was sozusagen die Inhalte sind und Ihre Ergebnisse? Es geht eben um Biegungsenergien. Also wenn ich zum Beispiel einen Draht biege, dann muss ich dafür Arbeit verrichten, um diesen Draht eben zu verbiegen. Und da fragt man sich dann, wie viel Arbeit brauche ich dafür und wie kann ich
Minimierungsprobleme lösen. Also wie kann ich einen Draht möglichst wenig biegen, sodass er zum Beispiel um ein Hindernis rumgeht oder solche Fragestellungen und nicht nur für Drähte, auch für Metallplatten und Ähnliches, genau. Das heißt, Sie arbeiten sozusagen, das sind typische Fragen der Variationsrechnung, aber es kommen auch geometrische Aspekte ins Spiel und Sie verbinden letztendlich dann eben auch verschiedene Bereiche innerhalb Ihrer Dissertation. Ne? Ja, ich habe schon gesagt, also die Arbeit basiert auf ist kumulativ mit 5 Publikationen, 3 als Alleinautor und die Gesamtseitenzahl, und auch das ist wieder eine Zumutung für die Gutachter, muss ich Ihnen leider sagen, beläuft sich auf 335 Seiten und das bedeutet eigentlich, dass man im Schnitt pro Publikation sowas wie 50 Seiten hat und wenn man die typischen Arbeiten aus dem Bereich kennt, dann weiß man, dass die oft so aufgebaut sind, dass auf den ersten 4 Seiten erstmal so grob erklärt wird, wie der Fahrplan der nächsten 60 oder 50 Seiten ist. Also das verlangt eine wahnsinnige Konzentration, solche Arbeiten durchzustehen. Und es ist typischerweise praktisch unmöglich, außerhalb seiner Community Gutachter für sowas zu finden. Und was die Qualität und die Relevanz ihrer Arbeiten in gewisser Weise belegt, ist, dass trotz dieser Komplexität und Länge die Arbeiten schon angenommen und publiziert sind in den besten Zeitschriften. Und da kann ich Ihnen nur zu gratulieren. Vielen Dank. Ich würde gerne noch auf ein paar andere Dinge hinweisen, denn Sie waren jemand, der in Ulm, die innerhalb der Gruppe der Promovierenden ganz extrem aktiv war und versucht hat, da ein soziales Gefüge, Zusammenkünfte, Vorträge, die sozusagen die Promovierenden eigens für sich einladen, um eben auch nicht nur immer nur einen Fachvortrag für die Professorenschaft zu haben. Das haben Sie, erinnere ich mich, ganz dezidiert als Einzelperson auch vorangetrieben. Sie waren da extrem wertvoll für die Fakultät und haben Dinge auf den Weg gebracht, auch mit der Unterstützung von Anna, die letztendlich eine nachhaltige Wirkung auch erzielen und die auch sagen wir mal, die Identifikation innerhalb der Gruppe der Promovierenden mit dem Standort Ulm befördern. Das fand ich also ganz wunderbar und das hat nichts mit den wissenschaftlichen Leistungen zu tun. Das zeigt sie nochmal in einer anderen Dimension. Da und, haben aber vor allem auch die Promovierenden mitgemacht. Das war natürlich, hat mich auch sehr erfreut und haben sich auch nochmal sehr stark engagiert. Ich erinnere mich auch daran, das ist jetzt auch nochmal ein bisschen Nähkästchen. Typischerweise ist es so, wir haben ein mathematisches Kolloquium, da werden regelmäßig Leute eingeladen. Und obwohl wir denen sagen, bitte tragt so vor, dass das ein breites Publikum versteht, funktioniert das nie. Die tragen also immer so vor, dass eigentlich nur 2, 3 Leute da was von haben. Und das sorgt dafür, dass die Präsenz in diesen Vorträgen dann auch mit der Zeit immer zu wünschen übrig lässt. Und die Vorträge, die Sie federführend gemeinsam mit den Promovierenden der Mathematik organisiert haben, das waren wirklich die allerbesten Vorträge. Ich weiß, wir hatten auch Personen aus der Universität. Der Herr Schleich hat einen wunderbaren Vortrag gehalten über seine Kooperation zur Riemannschen Hypothese gemeinsam mit Professor Meyer aus der Zahlentheorie, also theoretische Physik mit der Zahlentheorie. Der Uwe Schöning hat einen wunderbaren Vortrag gehalten über Satzsolver und die Competitions, an denen sie teilnehmen. Da muss ich zugestehen, dass die Professoren es nicht so schaffen, derart gute und informative Vorträge zu organisieren, wie sie das gemacht haben. Also herzlichen Dank dafür, auch als Mitglied der Fakultät. Und eine Sache ist mir auch noch aufgefallen im Lebenslauf. Sie haben 2020 im Oktober ihre Dissertation verteidigt. Also haben Sie in gewisser Weise noch ungefähr 10 Monate Corona miterlebt. Aber Sie waren auch vorher extrem aktiv. Sie haben vorher, bis Corona sozusagen das unterbunden hat, an 12 Tagungen teilgenommen. Das ist also auch ein extrem rühriges Verhalten und von der Anzahl und des Levels auch ungewöhnlich für Promovierende. Ja, da muss ich auch meiner Betreuerin nochmal danken, dass sie es möglich gemacht hat. Das war ihr immer auch sehr wichtig und das hat echt Spaß gemacht, ja. Also der Dekan sitzt neben der Betreuerin und hier vorne sitzt der Präsident. Die Analysis hat offenbar zu viel Geld, um ihre Promovierenden auf Reisen zu schicken. Da müssen wir irgendwie nochmal bei den nächsten Budgetverhandlungen drüber sprechen. Also herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Das war doch nur ein Scherz. Ja, das genau. Ja. Herzlichen Dank und wie geht's weiter mit Ihnen?
Ja, ich bin jetzt in Freiburg auf einer Postdoc-Stelle und da bin ich auch noch eine Weile, genau. Ja, dann viel, viel Erfolg. Also wenn Sie weiter so viel PS auf die Straße bringen, wie mathematisch wie bisher, dann habe ich also keine Bedenken, dass das gut endet. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Preis. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Nochmal herzlichen Glückwunsch an die Preisträger hier. Herzlichen Dank an Dieter Rautenbach. Ich glaube, das Format ist... Das Format ist schick. Er ist bei uns im Vizepräsident für Karriere, kümmert sich also um die ganzen personellen Entwicklungsthemen und so weiter. Und er ist auch der Vorsitzende unserer Nachwuchsakademie ProTrainio. Und im Nebenjob ist er, glaube ich, sowas wie ein Entertainer. Und Sie können sich jetzt vorstellen, mit welcher Freude wir gemeinsam in Präsidiumssitzungen zusammenarbeiten, wo er dann immer erklärt, was wir denn so tun. Ne? Gut, wir fahren weiter im Programm und kommen zu dem nächsten Programmpunkt, nämlich der Ehrung von Herrn Dietrich Engmann, der die Universitätsmedaille erhalten wird und die Laudatio, da der Herr Engmann ganz, ganz langjähriger Geschäftsführer der UUG gewesen ist, gibt es natürlich niemand Besseren, als jetzt diese Laudatio zu halten, als unser Vorsitzender der UUG, Herr Manfred Oster. Und ich darf Sie bitten. Liebe Frau Engmann, Sie haben es ja zugelassen. Lieber Herr Engmann, nochmals, lieber Präsident und sehr geehrte Damen und Herren. Sie haben ja schon festgestellt, ich habe kein Papier dabei. Denn ich beglückwünsche Sie kameradschaftlich und ganz herzlich. Vom Herzen heraus, ich kann es nicht besser ausdrücken, möchte ich jetzt mal eine Laudatio versuchen. Wir haben ja in der Mitgliederversammlung haben wir schon mal schön programmatisch und schön geordnet dargestellt, was Sie alles geleistet haben. Deshalb kann ich es heute auf diese Art so tun. Ich beglückwünsche Sie. Ich finde das großartig, dass Sie die Universitätsmedaille erhalten. Und wirklich mehr als zu Recht. Danke unserer Universität und Glückwunsch zu dieser Entscheidung. Ich beglückwünsche Sie, ich beglückwünsche aber auch uns als Universitätsgesellschaft. Denn Sie haben ja uns so aus dem Hintergrund heraus die ganzen Jahre, Herr Präsident hat es ja eben gesagt, 2 Jahrzehnte mehr oder weniger getragen. Also ich beglückwünsche Herrn Sengartner, unsere Universitätsgesellschaft, dass Sie bis heute uns begleiten. Ich darf Sie beglückwünschen im Namen des Vorstands und der Mitglieder. Jetzt aber auch Glückwunsch an unsere Universität. Das mag vielleicht etwas quer wirken, aber wenn man solche Freunde hat, dann muss man auch mal beglückwünscht werden. Und deshalb, Herr Präsident, Herr Professor Weber, danke für die Zusammenarbeit, für die Unterstützung, die Sie dann auch immer Herrn Engmann haben zukommen lassen. Fast 2 Jahrzehnte waren es. Nach dem Jahrtausendwechsel sind Sie eingestiegen. Ich habe es miterlebt. Sie müssen sich das so vorstellen. Er als der geschäftsführende Vorstand, Herr Hengartner als unser Vorsitzender und ich als der für die Finanzen zuständig war. Herr Engmann, Sie können ja nachher in Ihrer Rede können Sie ja dann nochmal Ihrem Kassier danken, dass der sich nie groß eingemischt hat. Sie haben entschieden und dabei blieb's. Danke dafür. Danke für die Begleitung, für die enge Verbindung zu unserer Universität und für die großartige Wirkung, die Sie hinterlassen haben.
Was wir alle nicht verstanden haben, 2020, Sie haben es ja rechtzeitig gesagt, dass Sie uns mitgeteilt haben, Sie hören auf. Das konnte niemand verstehen. Sie haben zwar versucht, das gut zu begründen, Sie haben gesagt, ich werde 80 dieses Jahr im Dezember. Konnte keiner glauben, schauen Sie sich an. Wunderbar gepflegt, Frau Engmann. Dann kann man natürlich sagen, wenn man so lange diese Aufgabe inne hat, dann kommt auch ein Stück weit der Verstand und das Nachdenken. Und dann sagt man, es ist ja vernünftig, wenn man dann so Richtung 80 aufhört. Glaube ich auch nicht. Denn bei Ihnen war die Begeisterung für die Universität, für die Universitätsgesellschaft, aber für die Universität Ulm immer sicher so, dass sie jede verstandesmäßige Entscheidung verdrängt hätte. Das war es auch nicht. Eins aber, so heißt es übrigens in einem schwäbischen, ich möchte mal wieder ein Losbuch sein, vielleicht erinnert sich jemand. Eins aber, dort heißt es meine Mama und hier heißt es aber Ihre Frau, meine Frau. Frau Engmann, Sie sind immer mitgegangen, Sie haben immer begleitet, Sie haben ihn abgeholt, wenn er mal wieder ausgeschwört war zur Universität. Ich weiß nicht, Sie haben ihn sicher auch hingebracht. Sie wussten genau, wo er sich bewegt, wie er sich bewegt und Sie haben es immer unterstützt. Dafür ganz herzlichen Dank. Und Sie sind schuld, dass er nicht mehr unser geschäftsführender Vorstand ist. Und dafür kriegen Sie wahrscheinlich vom Präsidenten sogar dann noch ein paar Blümel, so wie das. Was war die eigentliche Aufgabe? Wenn man Vergleiche sucht, die findet man nicht. Ich habe es wirklich versucht. Ich habe gedacht, ich muss irgendwas finden, mit dem man Ihre Aufgaben beschreiben kann. Da kommst du dann auf Ideen wie unser Libro und Stürmer gleichzeitig. Nein, Sie waren Ihr ganzes Leben unternehmerisch unterwegs. Als Geschäftsführer IHK zum Beispiel zum Schluss die Jahre. Also wir haben Sie als Unternehmer erlebt und vor allem, als wir dann die Amtsübergabe hatten auf unsere Frau Eckert, da haben Sie mal so kleine Liste geschickt, was alles zu tun gibt. Seither, ich sage mal so, ist schon ganz gut, dass die Frau Eckert geschäftsführender Vorstand wurde und nicht ich. Also eine ganz große Fülle war da dahinter. Wie haben Sie Ihre Arbeit ausgeübt? Auf dem Vorstand ist ein Anliegen, tatsächlich satzungsgemäß unterwegs zu sein, zu fördern, wo wir können, wo eben es Sinn macht, dass wir begleiten mit unseren Kräften. Und das haben Sie umgesetzt, ohne viel zu fragen. Sie haben das Ganze so gemacht. Sie waren tagtäglich unterwegs. Ich sage mal Halbtagsjob dazu. Sie haben die Verbindung gehalten und vor allem Sie waren aus der Generation, aus der Sie, auch ich noch komme, da haben wir das immer sehr geschätzt. Wir waren nicht so sehr reguliert, sondern wir haben einfach gemacht, wir waren unkompliziert. Und bis heute, wenn wir Sie brauchen, sind Sie für uns da. Und dann gibt es aber auch das Emotionale. Für Sie war es wirklich außergewöhnlich wichtig, ins Bewusstsein der Bevölkerung, der Gesellschaft zu schreiben, was es bedeutet, was wir heute schon angesprochen haben, was es bedeutet, eine Universität dieser Qualität zu haben. Und davon haben Sie halt immer erzählt, jedem, denen, die es wissen wollten. Vielleicht gab es auch welche, die es gar nicht so wissen wollten. Aber sie haben erzählt, berichtet vom Geschehen an der Universität und von den Leistungen, von der Klasse haben sie berichtet. Und ich kann mich noch erinnern, Hans Hengartner, als immer mal wieder das Angebot kam, lasst uns doch so eine Vortragsreihe machen, populärwissenschaftlich, wunderbar für die, die zuhören, anstrengend für die Professoren. Darf ich sicher so sagen, jetzt mal das so runter zu zoomen, haben wir ja jetzt erlebt, was da tatsächlich passiert. Als diese Idee dann kam, das Angebot, samstags um 11 in der Sparkasse die einzelnen Disziplinen vorstellen zu können, da haben sie es in die Hand genommen und sie haben das hervorragend organisiert. Dafür auch ein besonderes Danke und wir werden da wieder einsteigen, wenn es möglich ist, dass man sich wieder so versammelt, wie wir es gern tun.
Sie sind dann in den ehrenamtlichen, nach Ihrem Beruf, in den ehrenamtlichen Auftrag, also bei der Universitätsgesellschaft, eingestiegen. Und das darf ich ganz grob zusammenfassen. Das Berufsleben, da gibt's Lohn und Gehalt. Ehrenamt bedeutet, es gibt keinen Lohn. Also Sie haben das ehrenamtlich gemacht. Aber Sie hatten jeden Tag Kontakt zu Studenten, Sie durften Preise vorbereiten, übergeben. Sie haben das Neueste erfahren, Sie waren ja immer dran. Und ich glaube, das ist der schönste Lohn. Und so habe ich es auch bei Ihnen empfunden, das haben Sie immer als persönliche Bereicherung erfahren. Also als die noch viel wertvollere Belohnung. Was Sie getan haben, lässt sich nicht messen. Wir könnten jetzt aufarbeiten, sachlich, was alles getan wurde. Aber ich glaube, etwas mehr wiegt immer auch so die Emotion. Was hat sie getrieben? Und manche Entscheidung auf dieser Welt versteht man aus heutiger Sicht nicht, weil sie emotional getrieben war. Oder vielleicht ist es sogar im Leben überhaupt so, dass mehr emotional gesteuert wird, was man dann gar nicht mehr nachvollziehen kann. Es war auf jeden Fall viel. Ich komme zum Ergebnis. Ein herzliches Dankeschön dafür, dass Sie geholfen haben, die Erkenntnisse, die so wichtig sind, wirklich zu mehren, die Erkenntnis darüber, welchen Wert es hat, eine Universität zu haben. Danke für Ihre Zeit. Danke, Frau Engmann und Herr Engmann, für das Miteinander. Und wir alle, wie wir da sind, wir wünschen Ihnen das Beste für die Zukunft. Die Verbindung bleibt. Wenn es Fragen gibt, wissen wir immer, wo wir zum Schluss hingehen. Frau Engmann, bleiben Sie schon charmant. Es war Ihnen nie zu viel. Schon wird UG neu. Er ist da oder er ist nicht da. Er hält sich fit oder ist gerade da. Wie auch immer. Er ist sehr sportlich unterwegs, unser Herr Engmann. Und letzter Gedanke neben diesem Danke. Ich bin mir sicher, und das ist Lebensqualität. Wenn Sie zwei und Sie persönlich ganz besonders, wenn immer Sie zurückschauen auf die Universität Ulm oder die Ulmer Universitätsgesellschaft, dann werden Sie immer mit einem wunderbaren Gefühl sagen, das war gut, dass ich das gemacht habe. Ich danke Ihnen. Mann, herzlichen Glückwunsch und ich darf das verlesen. Ja, an dieser Stelle, der Senat der Universität Ulm verleiht unter der Präsidentschaft von Professor Michael Weber Herrn Diplom-Ingenieur Dietrich Engmann die Medaille der Universität Ulm. Dietrich Engmann hat als langjähriger Geschäftsführer der Ulmer Universitätsgesellschaft in enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem Präsidium das Universitätsleben aktiv und unermüdlich mitgestaltet und sich für die Weiterentwicklung der Universität eingesetzt. Es war ihm ein besonderes Anliegen, verschiedene Formate zu etablieren, welche die Universität mit der Stadt und der Region vernetzt und auf ihre wissenschaftlichen Leistungen aufmerksam gemacht haben. Das Wirken von Dietrich Engmann war von Ideenreichtum, Zielstrebigkeit und Verlässlichkeit geprägt und erfolgte stets zum Wohl der Universität. Der Einsatz von Dietrich Engmann für die Universität Ulm war in jeder Hinsicht beispielhaft und von tiefer Verbundenheit gekennzeichnet. Dietrich Engmann hat sich in besonderer Weise um die Universität Ulm verdient gemacht. Ulm, 15. Juli 2022. Meine Unterschrift. Herzlichen Glückwunsch. So. Eine Urkunde ist natürlich keine Medaille. Das heißt, es gibt natürlich auch noch die Medaille der Universität. Die sieht so aus. Die ist, ich drehe sie rum, die ist auch richtig schwer. Also nicht mit Pfandhaus abgeben. Ne? Die ist richtig schwer, die ist auch richtig was wert. Die ist vergoldet. Ja? Und das ist ein kleines Dankeschön der Universität
an Sie für die viele Arbeit, die Sie sich mit uns immer gemacht haben. Das war aber auch, muss ich ehrlich sagen, auch persönlich für mich immer ganz arg schön, wenn wir uns getroffen haben, wenn wir zusammengearbeitet haben. Wenn wir bei den Konzerten waren, wenn wir bei den Veranstaltungen waren, samstags um 11 in der Sparkasse, egal wo, bei welcher Begegnung, es war immer eine Freude, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Deswegen herzlichen Dank. Bitte? Ich halte die Urkunde und ich halte das Papier und er hält das Gold. Ja, so ist das mit den Social Media. Alle Kanäle müssen bedient werden. So, danke. Ja, und Frau Engmann, der angekündigte Blumenstrauß. Weil so wie Herr Oster gesagt hat, war es tatsächlich, Frau Engmann war eigentlich auch fast immer mit dabei, ganz häufig, ja. Immer froh gelaunt, beide strahlen immer über beide Ohren. Das ist einfach nett, mit Ihnen zusammen zu sein. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren des Präsidiums, werte Anwesende bei diesem Festakt. Vielleicht haben Sie im Programm, das Ihnen vorliegt, gelesen, Erwiderung. Und 10 Minuten für mich. Also erstens, ich habe die Medaille ja schon, also ich habe sie angenommen. Ich werde nichts dagegen sagen. Wegen dieses Begriffes Erwiderung bin ich etwas stutzig geworden. Und zweitens, ich bemühe mich, keine 10 Minuten hier zu stehen, sondern fasse mich möglichst kurz. Lassen Sie mich ganz herzlich Ihnen zunächst, den Promotionspreisträgern, gratulieren zu dieser besonderen Auszeichnung. Die Betreuung der Promotionspreisträger durch die Universitätsgesellschaft war ja jahrelang auch meine Tätigkeit. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie mit dieser Auszeichnung auch Ihren weiteren Lebensweg formen und gestalten können. Vor allen Dingen in der Forschung bleiben und auch der eine oder andere an dieser Universität bleibt oder uns erhalten bleibt. Und wenn Sie einmal in die Webseite der UUG schauen, unter bisherige Promotionspreisträger, ich weiß leider nicht die Gesamtzahl, aber es ging so Mitte der 90er Jahre los. Und wenn wir mal sagen, 8 pro 10 Jahre sind es ja schon 80. Wenn Sie da mal genau nach den Namen schauen, durchschauen, dann finden Sie den einen oder anderen, der heute in entscheidenden Positionen der Universität tätig ist. Das sollte vielleicht ein Ansporn für Sie sein. Lieber Herr Oster, ganz, ganz herzlichen Dank für diese überaus großzügige, weit oder Herz von Herzen kommende Laudatio. Ich weiß nicht, ob das alles stimmt und mit der Realität übereinstimmt, was Sie da noch hervorgebracht haben, was ich getan habe. Es ist ja schon einige Zeit her und ich müsste wirklich darüber nachdenken, ob das auch stimmt. Aber es hat sehr gut getan und ich glaube, dass Sie auch richtig den dargestellt haben, auf was es mir ankam. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, Herr Präsident, lieber Herr Weber, meine Damen und Herren des Präsidiums, meine Damen und Herren, einen ganz herzlichen Dank an Sie, an das Präsidium und natürlich an den Senat für die Entscheidung, mir diese hohe Auszeichnung zukommen zu lassen. Das ist ja eigentlich nicht alltäglich und hat mich dann auch wirklich überrascht. Ich bin stolz drauf und ich glaube, es ist auch ein Zeichen dafür, dass diese Tätigkeit, dieser 18 Jahre waren es, auch nicht umsonst war, dass es irgendwo der Allgemeinheit und auch der Universität gedient hat, was ich ja eigentlich auch vorhatte. Und wenn Sie das so dargestellt haben, Herr Oster, natürlich, das eine war die
Pflichtaufgabe. Ich habe ja das Amt übernommen und wenn ich das mache, dann mache ich es auch richtig. Das war die Geschäftsführung. Das andere, die Promotion, die Vortragsreihe, auf die ich nachher noch komme, war dann eigentlich mehr dann ein Hobby. Das hat sich so entwickelt, weil es auch ungeheuer Spaß machte. Also ein ganz herzliches Dankeschön an die Universität und ihre Gremien. Meine Damen und Herren, eine Medaille hat ja bekanntlich zwei Seiten. Ich möchte das jetzt aber im positiven Sinne sehen. Die eine beanspruche ich natürlich jetzt, ist klar. Also irgendwas bleibt mir ja. Aber die andere müsste ich ja, die andere Seite müsste ich ja eigentlich jenen widmen, die mir auf diesem ganzen langen Weg zugearbeitet haben, die mich unterstützt haben und mit denen die vielen Kontakte entstanden sind. Es war wie ein Netzwerk. Und dazu gehörte natürlich der Präsident, lieber Herr Weber, oder davor der Herr Ebeling, dann das Präsidium, die Verwaltung der Universität, die Pressestelle, das Kommunikations- und Informationszentrum. Ich kann hier keine Namen nennen. Es ist eine Fülle von Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe und es hervorragend geklappt hat in allen Einzelheiten. Aber ein ganz, ganz besonderer Dank geht an jene fast 80 Professorinnen und Professoren, die mich bei den Vortragsreihen unterstützt haben, selbstlos unterstützt haben. Und es ist vorhin angeklungen. Es war schon bemerkenswert, wie diese Professorinnen und Professoren ihr sehr kompliziertes Wissen heruntergebrochen haben, um es dann am Samstag um 11 Uhr im Studio der Sparkasse für Laien, also für Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt und Region, herüberzubringen und kenntlich zu machen, sodass die auch wirklich was mitnehmen konnten. Und es ist jedes Mal gelungen. Das war eigentlich dieser unglaubliche Erfolg dieser Vortragsreihe. Und daher mein Dank, mein ganz besonderer Dank an diese Damen und Herren, von denen ja auch einige hier sind. Schließlich danke ich natürlich auch meiner lieben Frau Jutta. Sie will das nicht, aber ich mache es trotzdem. Und wir haben ja gehört, also ich weiß nicht, Herr Oster, ob das rüberkam, wie eine Beaufsichtigung oder Kontrolle. Also das war es wirklich nicht. Sie hat immer mitgemacht, sie war immer dabei, sie wusste, was läuft, sie war eingebunden. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass sie das alles mit durchgestanden hat, diesen unruhigen Ruhestand. So möchte ich das bezeichnen. Ich möchte abschließen mit einem Wunsch, und zwar, dass die UUG und die Universität weiterhin so erfolgreich und intensiv zusammenarbeiten und sich gegenseitig ergänzen. Und das auch in diesem Herzensanliegen, das ja herauskam bei dieser Laudatio, diese Universität, diese kleine, aber feine Universität, wie ich es immer bezeichne, mit ihren Leistungen in dieser Bürgerschaft von Stadt und Region weiter zu verankern und es hinauszubringen, dass die Menschen auch wissen, was hier oben alles geleistet wird. Das war mir immer ein Anliegen und das sollte eigentlich auch seine Fortsetzung finden. Der heutige lange Nachmittag und Abend der Wissenschaft gehört eigentlich als Beispiel mit dazu. Ich möchte Ihnen allen herzlich danken für die Aufmerksamkeit und Ihnen nochmal, Herr Präsident und dem Präsidium und dem Senat, für die Anerkennung durch diese Medaille. Dankeschön. Ja, jetzt muss ich doch noch eine kleine Anekdote erzählen. Nachdem der Senat das entschieden hatte, musste man ja die Botschaft überbringen und dann auch sicherstellen, dass Herr Engmann dann heute auch Zeit hat. Frau Engmann grinst schon. Ich habe dann Frau Engmann erreicht und dann haben wir uns natürlich zuerst mal ein bisschen unterhalten, weil wir uns ja auch gut kennen. Und dann so ausgetauscht, ja, wie geht's und so, war alles mitten in der Corona-Zeit noch.
Und dann sagt sie, ja, könnte ich Ihren Mann sprechen? Dann sagt sie, nee, den können Sie nicht sprechen. Der ist gerade in der Garage und räumt mir die Gartenmöbel auf. Und dann hat er irgendwie 10 Minuten später zurückgerufen. Er ist halt einfach immer am Werkeln. Und ich glaube, das macht er heute immer noch, auch wenn er nicht mehr UOG-Geschäftsführer ist. Ja, meine Damen und Herren, jetzt sind wir tatsächlich am Ende dieser Veranstaltung. Vielen herzlichen Dank, dass Sie dabei waren hier. Herzlichen Glückwunsch nochmal an unsere Preisträger hier. Feiern Sie noch schön mit diesem Preis, freuen sich darüber. Ich bedanke mich bei Ihnen allen, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Und ich danke aber auch dem Team, was es hier organisiert hat, was für die Durchführung zuständig war, von der Technik über die Presse bis hin zur Fotografin und so weiter und so fort, unseren 4 tollen Musikerinnen und Musikern von ganz am Anfang. Und ich danke aber auch an dieser Stelle dem großen Team, was dafür gesorgt hat, dass wir jetzt einen ganz tollen, langen Abend der Wissenschaft erleben können. Mit ganz, ganz vielen Experimenten, Ständen, Vorträgen und Angeboten. Nutzen Sie das bitte. Wir haben draußen noch ein bisschen was zum Trinken aufgebaut, aber dann lade ich Sie einfach ein, den Rest des Tages an der Universität zu verbringen. Vielen herzlichen Dank.